Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zum Nordpol Adventskalender-Türchen Nummer 8. Und wir sind heute alle John an Weihnachten. Wir spielen eine Runde Everyone is John. Ein lustiges Rollenspiel für zwischendurch. Und ich erzähle kurz, bevor ich meine Mitspieler vorstelle, obwohl dies mache ich zuerst, damit ihr die auch seht. Heute mit dabei Feramin als John. Jetzt auch mit Ton. So Dann schnell war hallo ich. nochmal. So schnell war ich nicht. Und der D-Rex als John. Hallo. Und der Enigmon als John. Oh, war das der falsche? Enigmon ist der hier. Hallo, ich hoffe, ihr habt gleich Zucht und Ordnung, ne? Ja. Und der Rerion ist auch John. Hallo. Und die Leopardin 202 ist auch John. Hallöchen, meine Lieben. Ja. Ja, Everyone is John ist wie gesagt ein lustiges kleines Rollenspiel für zwischendurch. Das Lustige an dem ganzen Ding ist, alle Spieler spielen John, haha, wie der Name das schon sagt. Aber immer nur ein Spieler kann John gleichzeitig kontrollieren. Wie ihr seht, kann man bei diesem Spiel Punkte sammeln. Und zwar haben alle Johns von mir also haben sich ein Ziel ausgedacht, das sie verfolgen wollten, was sie erreichen wollen. Und je nachdem, wie schwierig das Ziel zu erreichen ist, ob es einfach mittelschwer oder ganz schwer zu erreichen ist, gibt es einen, zwei oder drei Punkte dafür. Und ja, das Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und wir haben uns gedacht, die ersten Ziele, vielleicht erreicht ihr auch alle gar nicht. Aber die ersten Ziele lasse ich noch von den Spielern mir ausdenken. Und falls ein Spieler ein Ziel schaffen sollte, dann darf sich der Chat ein neues Ziel für diesen John ausdenken. Das heißt, ihr seid dann auch ein bisschen dabei und meine Spieler werden dann nicht im Chat rumlungern und werden auch nicht gucken, haben sie mir versprochen. Und ihr dürft ein bisschen kreativ sein, dürft euch ein lustiges zweites Ziel dann ausdenken, wenn einer so früh vorgeprescht ist und sein Ziel super schnell erreicht. Genau. Also so kriegt man Punkte. Sonst wird auch gewürfelt in diesem Spiel, denn es gibt wird Skill-Checks geben. Also wenn irgendwas gemacht werden muss, eine Mauer hochgeklettert werden muss oder der See, irgendjemand möchte fischen gehen oder sowas, da muss man natürlich würfeln. Die Johns haben alle unterschiedliche Talente. Jeder hat zwei Stück bekommen, die er sich frei aussuchen dürfte. Falls ein Skill-Check ein Talent von dem John beinhaltet, da lasse ich auch gerne mit mir reden. Ja, ja, funktioniert der Skillcheck auf einer 3 plus auf einem W6, also 3 oder höher. Und wenn nicht, und da weiche ich ein bisschen vom Original ab, auf 5 plus, normalerweise auf die 6 plus, aber gut, 5 plus heute. Ja, damit das ein bisschen, ich möchte, dass noch ein bisschen was gelingen kann. Das Ulkige ist, wenn ein Test nicht gelingt, ist das die Chance für die anderen Johns, die Kontrolle zu übernehmen über John. Das heißt, ihr dürft dann alle würfeln, außer der als letztes war, John war, und als der davor das letzte Mal John war. Also es dürfen dann meistens drei Leute würfeln, damit auch ein bisschen durchgewechselt wird. Und wer die höchste Zahl hat auf dem W6, der ist dann ab sofort John und hat die Kontrolle. Und zusätzlich haben wir noch eine Regel eingeführt. Ihr seht unten auf dem Screen einen WP-Wert. WP ist Willpower. Die haben momentan jeder 10 Willpower. Und man kann Willpower ausgeben, auch einen Willpower ausgeben, um eine Übernahme zu erzwingen. Das heißt, einen 5-Plus-Wurf zu machen, ob man John übernimmt. Man kann auch mehrere Willpower ausgeben, um mehrem, also um besser das Ergebnis besser zu machen und ganz sicher zu übernehmen. Allerdings wird das dann sehr viel Willpower kosten. Apropos Skill-Checks besser machen. Willpower kann man auch dafür ausgeben, um die Skill-Checks halt zu beeinflussen. Pro ausgegebenen Willpower wird der Wurf um einen erleichtert. Das heißt, es kann auch dazu führen, wenn man viel Willpower ausgibt, dass der Test automatisch gelingt.
und dadurch das Risiko, dass die anderen Johns übernehmen, minimiert wird. Genau, das sind grob die Regeln. Wir haben uns gesagt, das Spiel geht so lange, bis der Koala ins Bett muss. Oder die anderen ins Bett müssen, was auch immer früher passiert, bis John tot ist oder bis alle Spieler keine Willpower mehr haben. Willpower wird regeneriert. In dem Augenblick, wo ein John-Wechsel stattfindet, bekommen alle anderen Johns einen Willpower zurück. Ja, okay. Das kann lange gehen, ja. Oder auch ganz kurz, je nachdem, was ihr mit John anstellt. Ja. Gut, der Chat weiß jetzt natürlich auch nicht, welche Ziele die Johns alle verfolgen. Ich bin der Einzige gerade, abgesehen von den verschiedenen Johns, die wissen, was das für Ziele sind. Und ich bin auch der Einzige, so ein bisschen, weiß, wie die Johns ein bisschen drauf sind. Und ich verzichte in diesem Spiel heute mal auf eine Charaktervorstellung und überlasse das gleich den Johns selber irgendwie herauszukitzeln, wie sie denn drauf sind und dass es auch jeder rauskriegt und auch jeder sehen kann. Ich denke, das wird sehr klar werden, dass es sich hier um eine ziemlich gestörte Person handelt. Also John allgemein, könnt ihr euch vorstellen, John ist ein Mitte-30-jähriger Mann, untrainiert, ungebildet, also mittelmäßig gebildet und ein ganz normaler Durchschnittstyp. John hat das einzige Problem, John ist leider ein bisschen geisteskrank, hat verschiedene Stimmen in seinem Kopf, die er nicht wirklich zuordnen kann. Und John hat ein weiteres Problem, denn ihm sind seine Medikamente ausgegangen. Und gerade an diesem Abend soll es so sein, dass das ganz schlimme Auswirkungen hat. Ja, genau, John Mustermann. Richtig, ja. Okay, ich würde sagen, wir starten das ganze Chaos mal dadurch, dass wir jetzt einer nach dem anderen ganz kurz, damit der Chat das auch richtig mitkriegt, jeder nacheinander mal einen W6 würfelt und der am höchsten würfelt, der bekommt als erstes die Kontrolle über John. Und ich denke mal, Ladies first, machen wir mal, Leopardin darf zuerst würfeln. Eine 3. Dann Feramin. Eine 5. D-Rex. Eine 2. Enigmon. Auch eine 2. Und Rerion, du brauchst eine 6. Oder eine 5 zum Stich. Auch eine 2. Gut, damit hat Feramins John die Kontrolle. Und ich beschreibe kurz, Feramins John wird sich bewusst, dass er gerade John übernimmt, hat vorher nichts mitbekommen. Für die anderen noch zur Erklärung, die anderen Johns werden auch gerade wach, auch irgendwie, warum auch immer sie vorher gewesen sind, in einem weißen, hellen Raum, zusammen in einem Stuhlkreis gesessen wahrscheinlich und haben sich irgendwie gegenseitig Kekse zugeschoben und Kakao. Wer weiß das schon genau, was in Johns Kopf so passiert, wenn er seine Tabletten nimmt. Aber jetzt gerade werdet ihr euch gewahr der Situation, ihr bekommt Sinneseindrücke von John, ihr bekommt Gefühle, ihr bekommt Sicht, Geräusche, alle Sinneseindrücke. Nur allerdings, ihr könnt alle nicht handeln und könnt John nicht beeinflussen. Nur Feramins John kann das. Und Feramins John, du fühlst dich kalt. Es fühlt sich aber auch irgendwie flauschig an. Guckst an dir herunter. Trägst ein rotes Weihnachtsmann-Kostüm. Was deine Figur jetzt etwas unstet macht. Große, klobige, schwarze Stiefel, fast schon im Clowns-Format. Der Bömmel der Kapuzenmütze hängt dir quer über das Gesicht. Es riecht nach Schnaps und um dich herum fliegen ein paar Fliegen, weil du gerade irgendwie neben einer Mülltonne liegst. Mit dem Kopf nach unten
auf einem Müllsack liegend. Na, großartig. Was hat denn der John dann wieder gemacht, wenn keiner auf ihn aufpasst? Ich stehe erstmal auf. Ja. Und dann würde ich gucken, ob ich unter dem Kostüm noch normale Klamotten anhab. Nein. Ach, verdammt. Okay. Wo sind wir denn hier? In irgendeiner Gasse. Du befindest dich in einer Seitengasse eines Weihnachtsmarktes. Du hörst die Geräusche von dieses Last Christmas-Gedudel vom Weihnachtsmarkt herüber. Du hörst lachende Menschen. Du hörst das vom Kinderkarussell Gebrüll herüber. Okay, ist der Weihnachtsmarkt? Kenne ich den? War ich da schon mal? Ist der in der Nähe von meiner Wohnung? Das letzte Mal, wo du Sinneseindrücke von John bekommen hast, habt ihr in Amerika gelebt. Da war das irgendwie total anders. Hier, diese Stimmen hier hörst du, und das hört sich deutsch an. Oh Gott. Wer weiß, was mit John inzwischen passiert ist. Ich schau mal, ob ich einen Geldbeutel habe, wo eine Adresse draufsteht. Schaust du an dir herum? Du hast einen Brustbeutelchen um. Allerdings sieht das ziemlich gerupft aus. Also dein Ausweis fehlt, deine Geldbörse fehlt. Da ist quasi nichts drin, außer zwei Knöpfen. Okay. Außerdem tut dir ein bisschen der Hinterkopf weh. Mhm. Gut. Okay, ich gehe mal einfach auf die Straße. Also aus dieser Hintergasse raus, auf die Straße. Richtung Weihnachtsmarkt oder Richtung vom Weihnachtsmarkt weg? Ich glaube, ich laufe eine Runde über den Weihnachtsmarkt. Okay. Läuft über den Weihnachtsmarkt. Ja, du siehst fröhliche Gesichter, die Leute, die dich aus den Buden heraus anschauen. Du hast dann irgendwie Bratwurst für 2,50. Gute Frage, ich verstehe die Sprache. Du verstehst die Sprache, ja. Okay, sehr gut. Es ist Deutsch, du verstehst die Sprache. Die Leute sind fröhlich. Allerdings die ersten Leute fangen schon an, so irgendwie so an dir hoch und runter zu gucken und so. Dich irgendwie ist, ja, weiß nicht. Mag an dem Kotzfleck auf deiner Hose liegen. Okay. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo eine öffentliche Toilette gibt, wo man sich ein bisschen sauber machen kann. Ja, es gibt so eine Reihe Dixie-Klos, die sind gar nicht so weit weg. Ja, da gibt es aber kein Wasser. Blöde Idee. Okay, gibt es ein McDonald's in der Nähe? Keine Ahnung. Oder was Vergleichbares. Eins sehen kannst du nicht. Kannst ja jemanden fragen. Ja, dann würde ich einfach mal jemanden fragen. Ja, den erstbesten Person, so ein mittelalters Pärchen, was irgendwie so Arm in Arm auf dich zuschlendert. Ja, wie möchtest du die fragen? Entschuldigen Sie, gibt es hier irgendwo in der Nähe ein McDonald's oder ein Burger King oder irgendwas mit einer Toilette mit Wasser? Ich müsste mich mal ein bisschen säubern. Oh, was ist denn mit Ihnen passiert? Wahrscheinlich überfallen worden. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Oh je, überfallen worden. Das ist ja schlimm. Da hinten ist ein Restaurant. Gut, vielen Dank. Dann mache ich mich auf den Weg dorthin. Mhm. Gut. Läuft. Diese Schuhe sind viel zu groß, oder? Das ist ja, richtig scheiße. Sie sind nicht wirklich zu, aber sie sind so ausladend. Und man fühlt sich so komisch da drin. Also irgendwie passen sie schon, aber dann auch wieder nicht. Okay. Ist ungewohnt, da drin zu laufen. Naja, gehen wir mal zum Restaurant. Ja. Läufst an einem Kinderkarussell vorbei, die Kinder zeigen so, guck mal, der Weihnachtsmann. Ja, ich wink denen freundlich zu, weil... Also die ersten ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in den USA ist ja Santa hier großes Dingens. Ein Kind stürzt auf dich zu. Ah, hast du Geschenke mit? Wo ist denn der Geschenkesack? Ja, leider sind die Rentiere mit dem Schlitten wohl irgendwo falsch abgebogen, während ich einem anderen Kind Geschenke gegeben habe. Und jetzt habe ich leider keine Geschenke dabei. Was? Der Weihnachtsmann? Aber ich bin schon auf der Suche nach ihnen. Mama, der Weihnachtsmann hat keine Geschenke mehr. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr den Schlitten und die Rentiere irgendwo findet. Und ihnen sagen, dass es nicht nett ist, einfach so wegzulaufen. Ja, genau. Komm, wir gehen mal schnell die Rentiere suchen. Die Mutter drückt das Kind so ein bisschen weg. Ja, ja. Und wenn die Mutter wüsste.
Und so geht John in ein nahes Restaurant. Das Restaurant ist so, man riecht so, wenn man die Tür aufmacht, so gut bürgerliches Kneipenrestaurant. Man riecht so deftige Speisen und Biergeruch. Und ist irgendwie so ein Brauereiausschank wird es da wahrscheinlich geben. Und so ein bisschen rustikal eingerichtet. Man grüßt dich freundlich. Ah, hey, hallo John. Hi, Leute. Selbe wie immer? Heute Abend nicht. Es ist 12 Uhr. Ich muss noch mal kurz, ich muss noch weiter, Job und so, weißt ja. Ja, Job. Was hat der für einen Job? Ist doch sonst, ist doch ja, Arbeitslos. Leute, denkt ihr, ich laufe zum Spaß im Weihnachtsmann-Kostüm rum. Die Leute gucken sich so an. Ja gut, ab Richtung Toilette. Ich möchte mich sauber machen. Ja. Herren- oder Damentoilette? Herrentoilette. Gut. Also, da würde ich ja normalerweise nicht hingehen, aber so. Ja, ich weiß nicht, wie weit die in Deutschland sind. Und es, so. Es ist eine sehr, auch hier altbackene, altbacken Restaurant-Toilette. Es riecht nach Urinstein, aber es riecht auch nach diesem Sakrotan-Geruch. Also, es ist wohl sauber. Allerdings sehr alt, alles hier. Ja. Du hast Wasser, du kannst die Flecken so ein bisschen aus dem Kostüm rausmachen. Ja. Bist dann halbwegs zufrieden, sauber. Also zumindest der Kotzfleck ist jetzt nur noch so als Fleck irgendwie erkennbar, nicht mehr als Kotzfleck. Gut. Wie spät haben wir es denn? Also war es dunkel? Es war hell. Und der Typ sagte eben, es ist 12 Uhr mittags. Ah, gut. Dann gibt's noch irgendwie in der Kneipe sowas wie ein Telefon und ein Telefonbuch. Es gibt so Kneipen, wo sowas rumliegt. Ja, gehst raus, guckst dich so um. Kannst jetzt so nichts sehen. Okay. Und wir können ja mal einen Test machen, ob du eins entdeckst. Also ein Test auf Wahrnehmung, was keiner von euch geskillt hat. 5+, bitte. Und du kannst natürlich auch mehr ausgeben. Okay, Willpower ausgeben. Okay. Ja, das führt dazu, dass du tierische Kopfschmerzen bekommst und die anderen in ihrem hellen Raum, in dem die sie gerade sitzen und Plätzchen essen. Oh, da ist die Möglichkeit. Enigman, würfel mal. 4. Leopardin. 6. Rerion. 4. Und D-Rex. 5. Ja, Leopardins John ergreift die Chance und stürmt in die Oberfläche des Bewusstseins. Ich möchte übrigens auch nochmal erwähnen, die anderen Johns können natürlich jederzeit trotzdem dem jeweils agierenden John irgendwie Tipps geben oder so, ne, und mit ihm reden. Also das ist durchaus möglich. Der hört euch auch, oder die. Ihr kennt euch vom Raum. So. Findest du eigentlich, dass wir wach genug sind? Also ich finde, wir sollten erstmal nach Hause und einen Kaffee trinken. Und uns umziehen. Also. Wenn wir nicht wissen, wo zu Hause ist. Hallo, was meinst du, was ich gerade versucht habe rauszufinden? Ja, dann guck doch erstmal in die Tasche nach. Da ist doch nur ein Ausweis. So, ja. Leopardins John? Kein Telefon. Ja. Lauter Leute, die sich anzauen. Ich brauche auch kein Telefon. Sag mal, Leute, gibt's hier irgendwo was, wo ich andere Klamotten herkriegen kann? Die Einkaufszeile ist eine Straße weiter. Okay, ja, cool. Kann mir jemand ein bisschen Geld leihen?
John, ich nicht schon wieder. Also hier, guck, mein ganzer Brustbeutel ist total zerfetzt. Ich muss ausgeraubt worden sein. Also, hey, das war mein Brustbeutel. Den habe ich dir gestern geschenkt. Ey, wenn du mir den geschenkt hast, ist jetzt ja meiner. Aber das ist so peinlich. Was hast du mit dem gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin mit riesigen Kopfschmerzen in der Gasse. Die müssen mir einen übergezogen haben. Oh, sollen wir die Polizei anrufen? Die dienen dem Feind, mach das ja nicht. Ey, Polizei, ja, weiß ich auch nicht. Genau, bringen wir das in Ordnung erstmal hier rein. Ruf mal die Polizei, das ist schon richtig so. Hör nicht auf den, die dienen dem Templer, mach das nicht. Ich habe ja niemanden gesehen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht mal mehr, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das Kostüm anhab. Das ist die perfekte Tarnung. Niemand verdächtigt einen Nikolaus. Halt das bloß an. Das wissen wir allerdings auch nicht. Du, ja. Ja, und ich. Es steht ja aber irgendwie. Danke. Oder so. Dann kommt so ein. Gerade diese furchtbare Kunstfaser, ich ertrage das beinahe gar nicht auf der Haut. Also ich finde es ganz schlimm. Ich bräuchte irgendwas, was ein bisschen atmungsaktiveres, Bio-Baumwolle oder so. Doch. Also diese Kunstfaser, ich muss was Vernünftiges zum Anziehen haben. Die Kunstfaser ist komplett egal. Hauptsache die Farben, rot und weiß, das geht gar nicht. Ach, das ist halt mal für ein Bootcamp hier. Dass man alle lernt, was Sache ist. Oh, ey, stellen sich hier alle an. Also, ist jetzt keiner bereit, mir ein bisschen Geld zu leihen, nein? Ja, komm, okay. Ich gebe dir einen Zehner. Mehr habe ich nicht mit. Danke. Außer Kasse, also der Wirt. Cool, du kriegst es auf jeden Fall wieder. Ich schreib's auf deinen Deckel. Ich habe einen Deckel? Ja, du hast einen Deckel. Okay. Du hast auch gesagt, du bezahlst ihn morgen. Natürlich. Wenn ich das gesagt habe, mache ich das bestimmt. Mhm. Ja. Ich nehme den Zehner und gehe dann mal zielstrebig zur Tür. Er zweifelt unsere Ehre an. Ja, anscheinend. Ja, du gehst raus. Du siehst wieder den Weihnachtsmarkt. Ich sehe den Weihnachtsmarkt und er hat ja mir ungefähr den Weg beschrieben zur Einkaufsstraße. Ne? Er hat gesagt, also, eine Straße weiter, ja. Eine Straße weiter, ja. Dann würde ich mal irgendwie weiter Richtung Innenstadt laufen, irgendwie, um da zu gucken, was da alle so gibt. Ja, du siehst so eine typische Fußgängerzone mit den üblichen Bekleidungsgeschäften. Und, wie viel Kohle hat er dir gegeben? Ein Zehner? Ein Zehner. Ja, dann ab zu Primark. Woanders kriegst du sonst keine Klamotten für einen Zehner. Primark? Ich gehe doch nicht zu so einem Ausbeuterladen. Ich bitte dich. Und was sie da für eine Qualität von Klamotten haben. Also da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Du hast einen Zehner in der Hand. So viel Auswahlmöglichkeit hast du nicht, John. Aber ich habe ein Weihnachtsmann-Kostüm an. Ja, also behalt das an. Das können wir super in Zahlung geben. Jetzt nicht mehr. Nee. Du musst dir erstmal einen Überblick verschaffen, den richtigen. Vielleicht. Genau, Taktik ist immer wichtig. Könnt ihr mal ruhig sein? Ich kann mich doch gar nicht denken hören. Hallo. Ist ja gut, die Leute so um dich herum so. Alles in Ordnung mit ihnen? Du darfst deine Tarnung nicht aufgeben. Ja, geht schon, danke. Genau, wir müssen uns ein bisschen Schuhcreme so besorgen, für eine richtige Tarnung. Ich gehe mal weiter. Und überhaupt, haben wir überhaupt ein Messer oder so dabei? Was sehe ich denn noch alles so? Was sehe ich denn noch alles so in der. Dann wäre uns das bestimmt nicht passiert. Nach was suchst du denn? Es kommt davon, wenn man so eine komische Route dabei hat.
Aber mit dem Beutel hättest du, zumindest mit dem Beutelseil, da hättest du ihn gut erwürgen können. Hallo, ich handle gerade. Also ich meine, der Spielleiter hat euch gerade erlaubt, dass ihr auch dazwischen quatschen könnt. Was aber wenn ihr mehr redet als ich irgendwie... Ja, ne, hallo. So. genau. Hallo. Danke. Ich suche eine Kirche. Eine Kirche, oder ja. Gemeindehaus oder so, ja. Da kriegt man keine neuen Klamotten. Aber vielleicht was Gutes, Ausrangiertes, was irgendwer als Kleiderspende abgegeben hat. Wir können die Kollekte mitnehmen. Nein, wir können nicht die Kollekte mitnehmen. Aber ich suche eine Kirche. Ja, du siehst den Kirchturm so hinter den Gebäuden, wie so auf jeden Fall. Spitze, ich laufe da drauf zu. Mhm. Und guck, ob da irgendwie das Gemeindehaus oder Pfarrhaus oder irgendwie so auch da ist, wo Leute sind, Gemeindebüro oder irgendwie so, wo man mal was. Ja, die Gemeinde hat da so einen kleinen eigenen Weihnachtsmarkt, so ein paar Stände vor der Kirche aufgebaut und da sind so ein paar Jüngere und so wahrscheinlich Jugendliche oder so, die da irgendwas verkaufen und einen kleinen Glühweinstand, wo etwas ältere Menschen dran stehen, die sich angeregt unterhalten. Ja, ich spreche mal jemand von den Älteren an, die irgendwie so ein bisschen so aussehen, als hätten sie vielleicht hier einen genaueren Überblick und vielleicht was zu sagen oder so. Mhm. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ja. Ich bin da. Haben Sie vielleicht eine Kleiderbörse oder sowas? Ja, aber die ist jetzt nicht auf. Wieso? Weil ich im Moment nichts anderes anzuziehen habe als dieses Kostüm und ich bräuchte ein paar andere Klamotten. Ich habe, ja. Und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht bei Ihnen... Ich habe nämlich auch nicht so richtig Geld und so, müssen Sie wissen. Und gibt es hier die Möglichkeit, dass man irgendwie aus den Kleiderspenden vielleicht irgendwie eine Hose und so was kriegen kann? Mach mal einen Wurf, ob du diesen Herrn, der da mit dir spricht, hinter dem Glühweinstand, ob du den überzeugt bekommst. Du kannst Willpower ausgeben, um den zu verbessern, wie du magst. Ach so, ja, würde ich gerne, dann würfel ich gleich nochmal, ja. Was, nee, was ist es dann? Pro ausgegebenen Willpower-Punkt um einen besser. Um einen besser, mhm. Ja. Kannst du auch, ja, gut, dann würde ich mit dem einen. Also gibt's. Achso, aber es muss ich. Ja, aber ich dachte, ich muss es wahrscheinlich vorher ansagen. Ich kann jetzt ja nicht mit der 4, die ich schon gewürfelt habe, sagen, ach, das ist passend, das, dann gebe ich nur einen aus, oder? Genau, richtig. Ja. Dann gebe ich 2 Willpower aus und würfel nochmal. Mhm. Nein, aber wir geben mal die 2 Willpower aus. Okay, und alle anderen würfeln mal, weil die Kopfschmerzen kommen wieder. Moment, einer nach dem anderen. Enigmon, ja, 5. Rerion. Auch 5. Und D-Rex, Feramin darf noch nicht. 1, nochmal Enigmon. Und nochmal Nererion. 2. Also, Enigmons John kämpft sich an die Bewusstseinsoberfläche. Also Kleider, ja. Ja, hör mal, Kamerad, du hast doch bestimmt auch gedient und es ist wirklich schwere Zeit für uns hier, für uns alte Veteranen. Sie sind ein Veteran. Ja, Sie sind doch ziemlich jung für einen Veteran. Das täuscht das Alter. Ich habe mich halt recht gut gehalten. Welchen Krieg denn? Na, am letzten. Ich meine, so viele Kriege, wie es ja derzeit gibt.
Ah, was bist du nur für ein Spinner? Jetzt hör doch auf. Wir hätten fast die Kleider bekommen von dem. Jetzt quatsch doch nicht von irgendwelchen Kriegen, die es in Deutschland schon ewig nicht gegeben hat. Sag mal, hast du denn überhaupt keine historische Bildung? Also ich bitte dich. Ich glaube, der hat ihm gleich ins Gesicht. Wir können dann direkt mal weiter. Dann halt, ne? Enigmon, würfel doch mal auf Wissen, Historie. Ob du überhaupt weißt, wann das letzte Mal ein Krieg in Deutschland war. Ja, ich gebe mal 2 Willpower für aus. Ja. Entschuldigung, dass es jetzt so abrupt geht, aber. Ja, schaffst du. Ja. Gut. Ich ziehe dir mal ganz kurz die Willpower ab. Ja. Ja, also der letzte aktive Krieg, wo aktiv, oder ich war, glaube ich, der Jugoslawienkrieg, ne? Ja, da unten am Balkan, ne? In Jugoslawien. Ah. Okay, ja. Da waren sie noch ziemlich jung, oder? Ja. Schaut zu sein. Die ganzen Minen und so. Ja. Kommen Sie mal mit. Selma, danke, Kamerad. Ja. Jetzt schleimt er sich wieder ran. Oh, jetzt such bloß was Vernünftiges aus. Nicht so, wieder so ein Kunststoffscheiß. Sie müssen, dann nimmt er sich so beiseite. Also, Sie müssen mir keine Geschichten erzählen. Also, wir helfen Ihnen auch so, bis da. Was? Wie? Geschichten? Ja, nein, ich wollte jetzt nicht mal Leidensgeschichte hier breitreten. Ja, ist schon gut. So, da bin ich nicht, ne? Ja, also. Wer käme denn da drauf? Nimmt so einen klimpernden Schlüsselbund und schließt damit so eine Seitentür auf und geht mit dir dann so ein bisschen durch die Katakomben des Gemeindehauses und kommt dann in so einen Kleiderkammerraum rein, wo halt so Regale mit so verschiedenen gebrauchten Klamotten sind. Mhm. Vielleicht suchen sie sich einfach irgendwas aus und. Als Gegenleistung vielleicht helfen Sie ein bisschen Glühwein ausschenken oder so. Ja, klar. Oh, ausschenken ist super, da kann man selber sich auch noch eine Tasse holen. Genau. Ja. Ja. Dann, was suchst du dir denn aus? Ja, schön robuste Bitte Kleidung. Bitte was Ordentliches. Ja. Bitte, was Ordentliches. Guck mal, wenn man hier den Tor aufhält und, und die warm hält und notfalls man auch irgendwie untertauchen kann. Normal weiß ja nie, wann die nächsten Leute kommen. Atmungsaktiv bitte und Baumwolle, nicht diese fiese Kunstfarbe. Ich kann das nicht ertragen auf der Haut. Ich finde das ganz schlimm. Und wenn man dann noch die Produktionsbedingungen. Ja, man nicht so viel rum. Da ist so eine Jogginghose. Nicht der Strickpulli mit dem Rentier drauf. Ja, den gibt es halt auch. Ja, Jogginghose, die hält nicht so richtig warm. Also. Ja, eine Skihose. Ja, Skihose ist besser. Das ist nicht viel besser als eine Weihnachtsmannkostüm. Skihose, ja, okay, eine Skihose. Das ist richtig atmungsaktiv. Nein. Warum? Ja, Pulli, ne? Tu das nicht. Ein Pulli, ja. Ja. Mit oder ohne Rentier drauf? Warte mal, was muss ich machen, um ihn umzuwresteln, dass ich die Kontrolle wieder habe? Das kann er nicht machen. Einen Willpower ausgeben und dann kannst du halt noch mehr ausgeben, und also 5 plus würfeln und dann. Okay. Die Hand streckt sich gerade nach dem Militärpulli aus. Es ist mir jetzt scheißegal. Das ist mir Kapuzenpulli, Kapuzenpulli. Ich gebe jetzt 4 Willpower aus und würfel. Oh, 4 Willpower, okay. Und würfel dann eine 1. Okay. Das wird jetzt. Ja, läuft. Und es reicht! Ja. Yes! Und ja. Handfahrt. Weg mit dir! Geh weg! Ja. Verschwinde! Und ich schmeiß die Skihose da wieder hin. Ja. Und such mir was Besseres aus. Mhm. Und zwar irgendwie eine Baumwollchino und so irgendwie. Ja, es gibt so einen Poncho, so ein Strickponcho. Oh ja, das nehme ich, das finde ich gut. Am besten von echten chilenischen Lamas geklöppelt und so. Also das ist großartig. Das nehme ich. Das hält auch schön warm und dann
Darunter vielleicht irgendwie, wenn es gibt, einfach eine schlichte Bluse oder so. Wenn der Poncho schon schön gemustert ist, dann braucht man auch gar nicht viel. Ja. Das find ich. Nimmst du die Skihose trotzdem? Nein. Sondern? Ich nehme eine Baumwollhose. Dann zieht die Hose wieder aus. Der Typ an der Tür so, Ja, das ist nicht das Richtige. Passt nicht? Nee, das ist vielleicht auch doch zu warm. Ich bin auch nicht die ganze Zeit draußen. Ja, wie wär's mit einer Jeans? Zeigt so auf das Regal, das neben der Tür ist. Ja, könnte doch, ja. Ich guck da mal so ein bisschen durch. Kapuze! Und würde dann einfach mal so ein bisschen die Hosen durchgucken. Gibt's da keine Baumwoll-Chino? Nein. Nein, da nehme ich die Jeans. Mhm. Und hoffe, dass das irgendwie ein bisschen gute Qualität ist und gucke mir die ein bisschen genauer an und so, ja. Ja. Auch noch Ansprüche stellen. So dieses Gesicht kommt so von dem, der da steht. So. Das ist so total wählerisch. Und, nein. Ja, so sieht das aus. Aber ich finde was. Ich finde was. Schuhe? Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Diese komischen Dinger. Was gibt's denn da? Gibt's da irgendwie Stiefel oder sowas? Bequeme Schuhe. Ja, Stiefel, Gummistiefel. Niemals. Nicht Gummistiefel, nein. Ja, so hohe Stiefel mit Absätzen gibt es für Frauen? Nee. Profilsohle. Irgendwie Boots oder so? Ja, so Schneeboots, ja. Oh nee, nicht diese dicken Schneeboots. Halbschuhe. Ja, was so gibt's denn da? Beschreib doch mal. Ich meine, ich stehe doch da jetzt vor einer riesen Auswahl Schuhe. Dann sag mir doch, was da steht. Von was ich mir was aussuchen kann. Ich dir anbieten. Ja, na gut. So Sneaker. Ja. Okay. Allerdings in Pink. Seufz. Naja, die Leute haben es ja freiwillig abgegeben. Das wird schon alles Grund haben, warum sie das Puschel nicht mehr haben wollten. Ja, naja, dann nehme ich halt pinke Turnschuhe. Ja, gut. Und auch wenn ich gebe dem einen John ungern recht, aber wenn schon keine Kapuze, dann vielleicht bitte noch eine Mütze. Weil draußen ist kalt und wenn es regnet, wird es sau eklig. Da hat John recht. Na gut, gibt's da irgendwo noch eine Mütze? Ja, es gibt so eine Mütze halt mit Rentierenbestickung drauf. Ja, solange die Nase nicht leuchtet. Warum? Ein bisschen Glitzer dran. So. Also nee, diese Mütze geht gar nicht. Vielleicht kannst du sie auf links drehen und dann anziehen. Gibt's irgendwie ein Stirnband oder irgend sowas? Ja, es gibt so ein schönes 80er-Jahre-Neon-Stirnband. So für wie wäre es mit einer Jacke mit Jacke mit Kapuze? Jacken? Ja, so eine Winterjacke mit Kapuze, ja. Ah, die nehme ich. So eine Skijacke halt, ne? Seufz. Ja, dann nehme ich die halt. Gott okay. Sei Dank. Entschuldigung, sind Sie jetzt bald fertig? Irgendwie, weil ja, fängt gleich das Seniorenturnen an. Oh, kann ich da mitturnen? Was machen Sie denn da? Yoga. Ich bin dabei. Kann ich da mithelfen? Ich wisch auch hinterher die Matten auch alle ab oder sowas. Was braucht man denn da? Sportklamotten? Und sie guckt das an. Also ich habe jetzt ja schon mal Turnschuhe, greifende Jogginghose und ein T-Shirt und damit kann ich, das kriege ich hin. Danke. Ja, gerne. Dann gehe ich mit zum Seniorenturnen. Ja, gehst in so ein in so einen Raum, dann kommen ältere Damen und Herren mit diesen typischen alten Altherren Sportklamotten und dann total übermotivierte
ja, 50 plus Dame. Die, und jetzt machen wir hier Übungen. Und habt ihr alle eure Matten mitgebracht? Die fangen schon an, die auszurollen und so. Ja. Ich mach das so auf dem Hallenboden, das wird schon gehen. Also. Mhm. Ich würde gerne die Kontrolle übernehmen. Ja, einen Willpower schon mal dafür. Möchtest du dann den Wurf noch verbessern? Ich versuch's mal auf gut Glück. Auf gut Glück, okay. Ich brauche die vermutlich gleich noch. Nein. So, und jetzt, ja, keine Ahnung, den sterbenden Schwan oder so. Ich habe keine Ahnung von Yoga. Ja, und damit hat Leopardins John auch sein Ziel erreicht, einen Yogakurs zu besuchen. Und hat dafür, was habe ich dir gesagt, 2 Punkte? Ja. Und das heißt, der Chat darf sich jetzt überlegen, was du für ein neues Ziel bekommst. Das heißt, wenn man sein Ziel erreicht hat, wird man auch sofort aus John rausgekegelt? Ja. Oder? Ja, ja. Ja, okay. Dann harre ich der Dinge, die da kommen. So, lieber Chat, ein neues Ziel für Leopardins John brauchen wir. Müssen wir ein bisschen die Verzögerung abwarten. Wer ist denn überhaupt da? Die anderen können doch schon mal würfeln, genau, wer jetzt als können, nächstes die Kontrolle übernimmt. Die anderen können schon mal würfeln, genau. Alle dürfen, außer Enigmon. Der war im letzten Mal ja schon dran. Rerion fängt einfach mal an. Ja, 3. Und Pheramin? 2. Und D-Rex war noch gar nicht dran heute. Oh nein. Ja, Rerion. Lord Quenty mag mich nicht. Rerion übernimmt die Kontrolle, dadurch kriegt aber auch Enigmon einen Willpower-Punkt wieder. So, was haben wir denn hier für Ziele? Ja, okay, das finde ich gut, ja. Muss ich mal ganz kurz dann weiterleiten. Hast du gespinkst? Ich spinse nie. Ja, ja. Ich spinse nie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unsere Ziele erreichen wollen. Ich bin auf jeden Fall schon begeistert, wie gut Leopardin und ich jetzt Hand in Hand gearbeitet haben. Ja, hallo Katze Yamera, hallo Hotney, hallo Shadow Dice, hallo Lucky, hallo Stimme aus dem Wurf. Schön, dass ihr da seid. Ja, das, ja. Gutes Ziel habt ihr euch da ausgesucht, finde ich gut. Mal sehen. Ja, also, Rerions John kämpft sich an die Oberfläche, während da gerade irgendwelche Verrenkungen gemacht werden. Ja. So mitten in der Bewegung. Ah! Endlich! Freiheit! Bewegung! Oh, ist das schön! Jetzt bin ich richtig schön warm. Ah, jetzt kann das eigentliche Training beginnen. Also los! Die anderen gucken mich dann. Was? Wie? Hm? Ja, zeig's ihm! Mach einen richtigen Drill! Ja, ich würde gerne erstmal quasi zur anderen Turnhallenwand laufen und an der Wand kurz langlaufen und einen Überschlag machen. Ja, mach mal einen Test auf Parcours. Das kann er auf die 3 plus. Schafft er auch und läuft so die Wand lang und ja. Ich gewerte das mal als Training für Parcours und dadurch hast du dein Ziel erreicht. Und der Chat darf sich schon wieder ein neues Ziel ausdenken. Darum hat das gerade so gut gepasst. Und Enigmon darf mal würfeln.
Das war mein längster Auftritt. Sechs und Feramin. Fünf und D-Rex. Komm, sechs, sechs, sechs. Nein. Gut, Enigmonstron kämpft sich wieder in die Oberfläche. Hat übrigens wieder jetzt 10 Willpower wieder bekommen. Durch die John-Wechsel. Ja. So. Das war jetzt schon mal eine ganz gute Einstimmung. Ich glaube, ich brauche jetzt mal was im Bauch. Will noch mal einen Kaffee? Ich hol mal eben welchen. Alle gucken dich so total verständnislos an. So, keiner? Na gut. Ich schaff dann mal weg. Die fallen ja hier in der Küche, wenn die den Glühwein machen, dann kann bestimmt... Halt. Ruhig. Yoga. Ja, das können wir danach noch machen. Ich schlaf dann mal in Richtung Küche. Mhm. Okay, sehr schönes Ziel gerade. Ich muss das mal gerade kurz weitergeben. Jetzt habe ich Angst. Wahrscheinlich zu Recht. Unter dem Glühwein kann man es dann auch noch abgreifen. Ja, also der Glühwein wird draußen gemacht. An dem Stand. Aber erstmal in die Küche. Ja, die Küchentür ist verschlossen. Das ist bestimmt ein Versehen. Mhm. Ich werde mal 2 Willpower auf und die Tür geht doch bestimmt auf. Also auf die 3. Ja, locker. Einmal kurz die Willpower abziehen wieder. So. Ja. Ja, die Küchentür ist offen. Und dich lacht eine große Kaffeemaschine für mehrere Personen. Kennt ihr diese Großküchen-Kaffeemaschinen? Lacht dich an. Ja, wir wollen alle wach bleiben. Also erstmal wird ein Kaffee aufgesetzt und der Glühwein, den wir haben, das bestimmt dann nochmal. Mhm. Ein Kessel und ein Schuss oder so. Also da kommt so ein bisschen mehr rein. Man könnte in den Kaffee doch eigentlich auch ein bisschen Schnaps reinpacken, wenn da welche rumsteht. Dann wird die Yoga sicher gleich viel lustiger. Ja, gute Idee. Ja. Das ist doch nicht Sinn der Übung, sich beim Yoga die Sinne mit irgendwelchen alkoholischen Getränken zu vernebeln. Das ist eine Ganzkörpererfahrung. Alleine die Übung, die macht doch die Entspannung. Das brauchen wir alles gar nicht. Hör auf damit. Dein Körper ist dein Tempel. Beschmutze ihn nicht. So, gut. Siehst du wenigstens einer? Ririons John hat inzwischen ja auch sein neues Ziel. Und Dankeschön übrigens. Ja, sehr schön, ja. Und Enigmon hat gerade sein Ziel erreicht, indem man Kaffee gekocht hat. Und wir stehen in der Küche, ja. Ja, und ihr steht in der Küche mit dem Rum in der Hand, um den in den Kaffee zu gießen. Nein! Nein! Du darfst wieder mitwürfeln kriegst auch einen Willpower wieder übrigens, ja. Gerade mal gucken. Und Leopardin würfelt zuerst. 3. Oh, D-Rex, deine Chance ist nur eine 3. Jetzt mal. Und Feramin. Auch eine 3. Also die beiden Mädels machen es unter sich aus. Jo. Da übernimmt... Ja, natürlich kommt der Rum noch in den Kaffee. Natürlich. Er kommt den Glühwein draußen viel besser. Ich weiß nicht, ob die Senioren in den Glühwein gehen. Das ist viel lustiger, wenn die sich hier nachher noch für ihr Kaffeekränzchen irgendwie einen Kaffee schnappen und dann, das wird doch gleich viel stimmungsvoller und besinnlicher. Dann fällt ihnen noch wieder die Texte von den Liedern ein, alles super.
Ja, aber jetzt haben wir hier eigentlich endlich mal neue Klamotten, aber eigentlich genug hier rumgetrödelt. Ich würde gern mich wieder vom Acker machen. Mhm. Und dieses Mal mich nicht lange mit dem Weihnachtsmarkt aufhalten, sondern Richtung Straße gehen. Mhm. Gut, du schüttest den Rum noch in den Kaffee, ziehst dir noch einen Kaffee ruhig und wendest dich dann durch die aufgebrochene Tür durch, gehst aus der Kirche heraus. Wir brauchen noch ein neues Ziel für Enigmon. Genau, lieber Chat, ja. Schaut mal, dass er das hinkriegt. Hau rein, Lucky. Das ist ja nicht nur Lucky, da ist auch der Shadow ist auch da und der Hotney und Yamera und so weiter. Ja, und gehst auf die Straße hinaus und es ist immer noch dieser Glühweinstand da vor der Kirche und du wolltest ja gezielt dran vorbeigehen. Der Mann, der euch eben die Klamotten gegeben hat, grüßt mal. Oh, der Kurs schon vorbei? Ja, gleich voll. Ich habe mich nur gerade irgendwie bewegt und. Sie haben sich verletzt. Nicht wirklich. Aber ich habe gedacht, ich lasse mal lieber gut sein. Beim ersten Mal Yoga muss man nicht gleich übertreiben. Mhm. Vielen Dank nochmal. Ciao, ciao. Ja, okay. Läufst dran vorbei. Okay, ich gebe dem Enigmon eben mal ein neues Ziel. Ich interpretiere das mal ein bisschen aus euren verschiedenen Antworten mal ein bisschen freier. Spielleiterwillkür. Ja, genau, Spielleiterwillkür. Sonst wäre es nicht ein Koali-Stream, wenn es keine Spielleiterwillkür wäre. Dafür haben wir schon zu oft gewürfelt. Okay. Da hat er auch sein neues Ziel. Okay, gut. Und nochmal, du gehst irgendwie auf die Straße raus und wo möchtest du hin? Ich will mich mal umgucken, was stehen denn da für Autos? Also die Straße weiter, also wo du ein bisschen aus diesem Fußgängerbereich heraus bist, da stehen halt ja relativ normale Familienautos, ein paar Kleinwagen, aber auch so ein alter Mercedes. Yay! Dann würde ich mal zu dem alten Mercedes gehen und mir den mal angucken. So aus den 70er Jahren, so ein altes Ding. Hat er schon ein H-Kennzeichen? Sind da gerade viele Leute auf der Straße unterwegs? Ja, die laufen halt alle Richtung Weihnachtsmarkt, ja. Also es ist relativ geschäftig schon, ja. Naja, dann würde ich mal Richtung Fahrertür gehen und gucken, ob ich die aufbekomme. Mhm. Was machst du denn da? Hör auf damit. Sei ruhig. Hör auf, du kannst doch nicht ein Auto. Hallo, ja. aufhören. Hey. Die Tür wäre da. Hallo, Polizei, scheiße. Aha. Die Tür geht auf, weil das ist Feramins Johns Specialisierung. Ja? Autotüren aufknacken. Ja, alles klar. Ja, dann schauen wir mal, ob der auch noch fährt, so wie er soll. Hörst du wohl auf? Oh, wunderbar. Hallo. Dann machen wir doch wohl eine kleine Fahrt. Ja. Mit dem hübschen Auto. Ich würde gerne Willpower ausgeben, um Kontrolle zu übernehmen. Ja, bitte. Roll 20 hasst dich, T-Rex. Verdammt. Ja, dann machen wir doch eine Spazierfahrt. Genau, dadurch hast du auch dein Ziel erreicht, ein Auto zu klauen. Yep. Ja, und der Chat muss sich schon wieder ein Ziel überlegen für Feramin. Und der nächste darf. Genau, und es würfeln jetzt Leopardin, Rerion und D-Rex. D-Rex, willst du mal als erster würfeln? Vielleicht hilft das ja. Das, was bringt? Ich weiß es nicht. 5, guck mal. Ey. Wie viel war das mit dem Autoklauen bei dir? Wie viel hatte ich dir dafür gegeben? Ein oder zwei? Zwei. Okay, ja. Zwei Punkte. Ja. So, 5. Leopardin, bitte. 3 und Rerion.
4. Ja, und der T-Rex kommt das erste Mal an die Oberfläche in dem geklauten Auto. Fahrt es gerade so. Ja. War das eine rote Ampel? Dann mache ich als erstes mal einen U-Turn und fahre Richtung Weihnachtsmarkt. Ein U-Turn? Oh, direkt mal wegen Drive, möge ich mal sagen. Hier, direkt mal hier. Fahren Probe, einem U-Turn mitten auf der Straße, so Weihnachtsverkehr. In Deutschland. Ja, in Deutschland, genau. Ja, kannst du das? Ich glaube nicht, ne? Shit. Das war ja nicht lange. Und schon wie. Es hasst mich. Ja. Ja, hättest auch Willpower ausgeben können. Ja, gut. Gut, ja, die anderen würfeln wieder. So, ja, Feramin, ja, okay, ich habe da ein was Schönes gelesen für Feramin, ja. Das ist auch sehr gut. Ihr seid aber echt gnädig mit denen, muss ich sagen. So, ja, und Leopardin würfelt. Inspirier sie nicht. 5 und Rerion würfelt. 2 und Enigmon würfelt. 6 wieder Willpower zurückgeben hier. 6, das heißt, der Enigmon John ist wieder an der Oberfläche. Ja. Hast gerade einen U-Turn auf der Straße gemacht, so alle Autos hupen dich an, Leute zeigen dir den Vogel, einige Leute den Mittelfinger. Ja, zeig einfach zurück. Stehst mitten auf der Kreuzung, alle so internationales Zeichen für Freundschaft. Oh, danke, Watte-Org. Watte-Org krault Quanis. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal weiter, ne? Also. Erstmal runter hier. Verdammte Scheiße. Ja. Überall nur Chaos. Fährst dann die Straße wieder weiter, ja? Ja, ich mache jetzt nicht noch einen U-Turn. Ich frag ja nur. Das kann nur schief gehen. Ja, fährst weiter, wo willst du denn hinfahren? Ja, da will ich immer noch nicht wissen, wo wir wohnen. Nee. Ja, wo ich wohne. Ich bin ja John. In der Kneipe scheinen die uns doch zu kennen. Also, da wussten doch Leute was von uns. Das ist eine gute Idee. Und du fragst die Polizei, wo wir wohnen. Ich meine, wenn du so weiterfährst, dann brauchst du die nicht mal suchen. Ja, das war nicht ich gewesen, ja. Aber ja, Kneipe ist eine gute Idee. Die wissen, wo der Feind ist. Genau, such die Polizei. Ja, das Problem ist, du musst einen Parkplatz suchen. An dem, aus dem du eben rausgefahren bist, der ist. Du lässt das Auto einfach auf der Straße stehen, das geht natürlich auch. Genau, ich warte gerade, dass der Verkehr erstmal ein bisschen abgeflossen ist, steig aus dem Auto aus und geh weg. Das Auto ist ja, es ist gerade ziemlich viel los hier. Also ein bisschen abflauen. Oder du bleibst einfach im Halteverbot stehen und wartest, bis die Leute weggefahren sind. Genau. Ja. Bleib einfach stehen, ein Stau schadet heute. Eine halbe nicht. Stunde später und viel Gehupe und später. Ja, soll ja noch fertig sein. Ja, herrlich, diese Stimmung. Auf der Straße stehen. Ja, aber einfach aussteigen und weggehen ist auch nicht unauffällig. Ja, siehst du so eine Politesse, die Straße langlaufen? Es führt immer noch Verkehr. Läuft schnurstracks mit Gestöckelschuhen. Ja, ich glaube, das ist jetzt oder nie, also bevor. Ich steig aus. Und geh weg. Ich würde gerne die Kontrolle übernehmen. Ich möchte gerne 2 Willpower einsetzen. Nein. Mann! Also wir gehen weg, ne? Also wolltest du 2 Willpower zusätzlich zum Kontrolle übernehmen, ja? Ja. Okay, ja, also insgesamt 3. Ja.
So, also die Dame läuft auf dein Auto zu. Fährst du weiter? Ja, wie gesagt, ich steig aus und geh weg. Ah, okay. Die schaut dir noch so hin. Mister, hallo? Das ist nicht mein Auto. Halt, Sie können da nicht einfach so, hallo? Ich möchte das nicht, das ist alles ganz furchtbar. Warum bin ich hier mit euch zusammen eingesperrt? Ich hasse das, ich hasse es. Ja, das ist nicht mehr, ich weiß, wer ich bin, außer dass ich John heiße. Würde ich das auch schon nicht wissen. Ja, der macht also, es gerade. Mir insofern kann ich auch nicht identifizieren. Also, er macht es gerade sehr schlimm, sehr schlimm. Ja, sie holt gerade so ein Handy raus und telefoniert. Ja. Siehst du noch so über die Schulter. Gehst auf den Weihnachtsmarkt zurück. Alle die Leute da an der Straße schauen, was ist mit dir los? Keine Ahnung, was mit der los ist. Ja. Auch zur Kneipe, da kennen wir mich zumindest. Gehst zurück zur Kneipe. Tür wieder auf, wieder der bekannte Geruch und die Stimmen. Ah, John, schon wieder da. Und du hast dich umgezogen. Hey, Leute, was ist das denn für ein Outfit? Ach, sag nichts gegen Sport das Sport getrieben? Ist voll super. Mit Poncho. Hat der Preis dafür. In dem Poncho hat er nicht an, hat die Sportklamotten an. Nein, er hat den schönen Poncho da gelassen. Alles ist besser als das vom Anfang. Aber der schöne glaub, der Poncho. Der Schlag auf den Kopf war ein bisschen schlimmer, als ich vorhin dachte. Also. Ja. Das heißt, ihr habt mich jetzt die ganze Zeit wegen dieser doofen Kapuzen-Winterjacke genervt und die hat er jetzt auch liegen lassen, oder? Ja. Trägt eine Jogginghose, Sportschuhe und so ein Feinripphemd. Wo wohne ich noch gleich? Wie, wo wohnst du? Geht's dir noch gut? Ja, nee, also eigentlich nicht. Keine Ahnung, wo du wohnst. Du kommst immer her. Ich war noch nie bei dir. Toll. Ich glaube, auf den Schreck brauche ich erstmal einen. Das Übliche? Können wir vielleicht... Ja. Was ist das Übliche? Und dreht sich so weg von dir. Etwas, was auf dem Deckel steht. Ja, bestimmt. Wer ist eigentlich hier so im Raum? Also... Ja, es sind halt, es ist ein ganz normaler Restaurantbetrieb, also es ist ja ein Restaurant und keine richtige Kneipe, ne? Ja. Und halt, ja, trotzdem so ein Barkeeper, der halt die Getränke die ganze Zeit macht, der halt mit dir geredet hat und es sitzt halt noch zusätzlich halt so eine verkappte Gestalt so mit diesem Gesichtsausdruck irgendwie so an der Tresen. Also kannst du vielleicht auch dazu was essen jetzt? Wir haben vorhin schon Rum im Kaffee gehabt und sonst irgendwas alle. Und also irgendwie, glaube ich, brauchen wir ein bisschen Grundlage, ein bisschen für was immer da heute noch kommt. Oh. So. Ja, ich weiß, wie das ist. Touch dir so auf den auf die Schulter. Es wird wieder besser. Ja, immerhin ist der Krieg ja vorbei, für mich zumindest. Ja, der Krieg, es ist immer ganz schlimm, Krieg, ja. Ja. Boah, ey, gib mal Ruhe da unten, ey. Und zieht so langsam seine Hand wieder von dir weg. Ja, dann, ist noch genug Platz auf meinem. Lass mir noch das Ding auf, wenn man anschreibt. Deckel, genau. Noch genug Platz auf meinem Deckel, dass da noch ein Essen drauf passt? Ich hab dir gerade 10 Euro geliehen, Mann. Stimmt, davon kann ich doch das Essen jetzt bezahlen, oder? Klar. Gut. Was willst du denn haben? Was Deftiges. Du gibst jetzt nicht ernsthaft unsere Kohle für Essen aus, oder? Doch, wir brauchen... Du hast doch rumgesoffen vorhin. Also, gesoffen habe ich jetzt auch wieder nicht. Denk also, an die Askese. Ja, das ist tagesgerecht.
Stellt er jetzt erstmal so ein feinschenkliges Glas auf den Tisch, mit so ein Cocktailglas mit so einem Schirmchen drin und so einer erdbeerig duftenden Flüssigkeit drin. Du willst doch nicht Schirmchen. Jetzt das immer. Du willst doch nicht jetzt anfangen, Alkohol zu trinken. Also ich bitte dich. Natürlich. Was heißt anfangen? Du hast doch eh schon Kopfschmerzen. Ja, eben, so wenig davon. Was willst du denn essen? Ja, das ist Tagesgericht. Ah ja, okay. Die Schweinshaxe. Ja. Nein. Oh Gott. Nein. Und damit ist das Käse. Dreht sich rum. Nein. Dein Körper ist ein Tempel. Tempel! Ja, voller Genüsse, ja. Gibt's nichts Vegetarisches oder irgendwas? Ah. Ja, sitzt dann da weiter und wartest und trinkst. Es wird dem ein bisschen schummrig, weil dieses Zeug, was da das ja gerade ausgesüffelt, wenn ich das richtig interpretiert habe, steigt dir doch ziemlich in den Kopf. Das ist sehr süß und Das ist kein Hey Leute, wir müssen immer noch rausfinden, wo wir wohnen. Wir haben so einen dämlichen Anzug angehabt. Vielleicht hat einer von euch die Schnapsidee gehabt, uns einen Job auf dem Weihnachtsmarkt zu besorgen. Vielleicht kann uns da wer helfen. Ja, aber erstmal lass uns was essen. Ja, du willst ja jetzt rumlaufen und irgendwen fragen und sagen, hallo, hab ich vielleicht dein Kostüm bei der Kleiderspende in der Kirche gelassen und kostet dich damit Geld? Was, du meinst, wir haben sie niedergeschlagen und um ein Weihnachtsmann-Kostüm anzusehen? Nein. Das wirst du wohl vorher angehabt haben. Wer weiß, wie die Gruppe vorher drauf war, die anderen Johns. Die das heißt, diese Persönlichkeit, dass es in diesen Kopf gibt. Ja. Mir schien es so, als würde unsere Gruppe noch aus wesentlich mehr Leuten bestehen, aber die anderen, die scheinen noch nicht aufgewacht zu sein. Vielleicht war es einer von denen. Das hilft uns jetzt gerade nicht weiter. Der Typ, der neben dir sitzt, Enigma und John. Mhm. Schaut dich so. Also ist jetzt gerade noch mal so ein Stück weiter weggerutscht von dir mit seinem Barhocker. Frag den Typ mal, ob er irgendein Problem hat. Der sieht irgendwie komisch aus. Hast du ein Problem? Riecht das Zeug so schlimm? Hier. Ich glaube, du hast echt ein Problem, Mann. Ja, ich weiß nicht, wo ich wohne. Ja. Und du redest mit dir selbst? Das ist das geringste meiner Probleme, glaub mir, Mann. Er redet mit sich selbst. Ich glaube, der macht sich über dich lustig. Ja, scheint so. Also bitte. Also wenn du das jetzt verbreiten willst, dann gehen wir zwar jetzt mal draußen vor die Tür und klären das Ganze, ja? Oder machst du dich einfach still? Hey, wenn du hier Ärger machst, John, dann verzieh dich lieber. Jetzt fängt der auch an. Ich bin ja schon ruhig. Ich würde gerne noch mal versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Mhm. Ein Willpower. Ja. Willst du noch was ausgeben? Ich versuche es mit noch einem Willpower. Okay. Oh. Nein. Enigmons John ist stark in John. I sense much John in you. Ja. Die Tür von nach draußen geht auf und es steht ihr seid da schon eine ganze Zeit irgendwie es passiert gerade gleichzeitig, dass irgendwie der Braten vorgesetzt wird. Also diese Schweinshaxe, nicht der Braten, ja. Und riecht auch, duftet sehr gut und sind auch die Beilagen sehen sehr schmackhaft aus und so. Und gleichzeitig geht die Tür zum Pub auf und ein Polizist kommt herein. Ah, das ist gut. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister. Das ist wie, in Deutschland gibt es doch diesen Kinderliedermacher, Rolf Zukowski. Der hat mal, wenn man nicht weiß, wo man wohnt, soll man Polizisten fragen, kam da, glaube ich, schon vor. Das ist die Ordnungsmacht, sie dienen den Templern.
La 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 la. Mama hat gesagt. Vertrau ihnen nicht. Herr Wachtmeister. Ja, doch, man kann Polizisten fragen, wo man wohnt. Hinter dem Polizisten steht die Polizistin. Das ist er. Entschuldigen Sie. Ich bin John. Ja. John, wer? Das weiß ich nicht. Ah ja. Das heißt, die wissen wohl auch nicht, wo ich wohne. Hm? Augenblick, dreht sich so rum und flüstert irgendwas, murmelt irgendwas in sein Funkgerät. Bevor er jetzt noch irgendwas macht, lass uns erstmal was essen. Ja, essen Sie noch in Ruhe auf. Ich bleib hier und fass auf, dass Ihnen nichts passiert, Mister. Und dann gehen wir zusammen suchen, wo Sie herkommen, nicht wahr? Das ist gut, danke. Ja. Hier in Deutschland sind die Polizisten echt nett. Ja, genau, wir sind ganz nett. Schaut sich so rum. Ja, wartet, bis du aufgegessen hast und führt dich dann irgendwie raus. Ja, der erwartet, schlänge ich jetzt auch nicht. Also. Mhm. Soll ja schlecht für den Magen sein. Ja. Das dauert eine ganze Weile. Du isst auf, führt dich nach draußen, setzt dich halt hinten ins Polizeiauto rein. So, wir fahren jetzt mal irgendwo hin, wo wir Leute ganz bestimmt wissen, wo sie wohnen. Das ist gut. Ja. Lass dich nicht gefangen nehmen! Fahr da nicht mit! Der will dich mit ins Irrenhaus nehmen! Mann, Chef, schießt du nicht! Nein! Der bringt dich ins Irrenhaus! Ich höre auf die Stimme in meinem Kopf und schlag zu. Geht auch zwei Bullenkopf aus. Wo schlägst du denn gegen? Gegen die Scheibe? Oder? Ich dachte jetzt, bevor ich gemacht. Also. Wir gehen ein bisschen zurück, ja. Du willst den niederschlagen, den Polizisten. Ja. Ja. Okay. That escalated quickly. So, wir sind ja eine Stunde dran. Oh nein. Ein zu wenig. Ja, du hast den Polizisten unterschätzt. Schlägst ihn und er kontert deinen Schlag und du hast im Gegensatz, also nimmt den, kontert den Schlag so, indem man den Schlag irgendwie die Wucht abfängt und so deinen Arm greift und dich so rumdreht und dich so in den Polizistengriff nimmt. Jetzt werde ich doch verdammt auch mal immer schreien. Immer schreist du was von Kriegserfahrung und jetzt, wo es mal drauf ankommt, da kannst du dich nicht wehren. Tritt ihn auf den Fuß, mal mit dem Kopf! Was? Mit dem Kopf auf den Fuß? Macht keinen Sinn. Nein, tritt ihn und dann mit dem Kopf gegen seinen Kopf los! Wir haben ja, glaube ich, die ganze Zeit, wenn du eine Probe nicht schaffst, ne? Die anderen dürfen übernehmen, ne? Ja. Ja, also wer war als D-Rex war als letztes, darf nicht würfeln. Oh Gott. Ja, Feramin, würfel mal. Eins, Leopardin. Zwei. Ja. Und jetzt komm! Das würde. Eins. Okay. Das ist doch so! I feel you. Wer hätte das gedacht, dass man mit einer 2 hier was werden könnte? So, Rerion kriegt die Willpower zurück und D-Rex kriegt auch Willpower zurück. So. Ja, du bist im Polizistengriff. Und der drückt so deinen Kopf nach unten und zieht dich so in das Auto rein. Hast du noch einen Arm frei? Greifen wir es in die Eier. Einmal kannst du zudrücken, lässt er los. Ah! Officer, können wir das nicht anders regeln? Also, das ist jetzt doch ein bisschen brutal hier. Ruhe, sie haben mich angegriffen. Ja, aber ich möchte ganz nicht friedlich legen können, aber nein, sie mussten ja hier Stress machen. So, Kopf runter. Hallo, wo bringen Sie mich denn hin? Ich möchte nicht mitgenommen werden. Rufvergewaltigung! Ja. Wo bringen Sie mich hin? Ich möchte nicht. Dich so in das Auto. Hallo? Ich will nicht in das Auto. Willst du dich wehren? Der nehme ich gegen meinen Willen mit. Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, ich doch schon. Anwalt. Nein, dann machen wir es ja nur noch schlimmer. Ich würde. Nein, du brauchst nur einen Erfolg.
Ich muss friedlich, bitte. Herr Polizist, hallo, ich höre auf jetzt. Steck dich rein, mach die Tür zu. Na, das hast du ja toll hingekriegt. Jetzt sitzt du da erstmal. Wieso ich denn jetzt? Hallo? Jetzt sitzt du da erstmal ganz jetzt? Alleine hinten in dem Polizeiauto drin. Der unterhält sich jetzt nochmal mit und schreibt so irgendwie so was auf. Ja, tut man, was ihr wollt, und dann ist es auch nicht richtig, ne? Versucht zu flüchten während der Fahrt. Mach die Tür auf und spring raus. Genau, damit rechnen wir nicht. Du hast schon mal davon gehört, dass ein Polizeiauto hinten keine Türgriffe hat, weil man Leute festnimmt und man da nicht rauskommen soll und so. Vielleicht? In meiner Welt funktioniert das. Tut, als würden wir ersticken. In Bizarro-Welt sind wir aber nicht. Tut, als würden wir ersticken. Dann genau, krieg einen Anfall. Guter Plan. Dann müssen sie nochmal anhalten und die Türen auf. Setzt sich jetzt vorne rein und macht den Motor an. Hallo, Officer, wo bringen Sie mich denn jetzt hin? Nein, ich möchte nicht mitgenommen werden. Was kann ich mir denken? Was soll denn das? Ich habe ja wohl überhaupt gar keinen Anlass dafür gegeben, dass Sie mich jetzt hier einfach abführen wie so ein Gewaltverbrecher. Ja, immerhin haben Sie mich versucht zu schlagen. Das war ich nicht. Echt nicht, ich bin ein total friedlicher Typ, also wirklich. Ja. Ja, das stimmt leider. Leider. Voll die Öko-Tante. Ja, fährt los. Simulieren einen Anfall! Haben Sie denn jetzt echt einfach überhaupt keine Auskunftspflicht mehr gegenüber? Also Sie müssen mir doch mal jetzt mal erzählen, wo Sie mich überhaupt hier hinbringen. Kommen wir jetzt mit zum Revier erstmal. Und dann schauen, was soll ich denn da? Schauen wir, aus welcher Klapse Sie ausgerochen sind. Ich bin überhaupt aus keiner Klapse ausgebrochen. Klapse? Was erlauben wir denn? Wir sind die normalsten Menschen der Welt. Der will dir schaden, der will, dass alles. Besonders der D-Rex sind. Schon ist der normalste der Welt. Der will auch noch nie nach vorne. Ich bin Film über mich. Ich bin John Rambo. Hören Sie doch, Herr Polizist, ich bin wirklich nirgendwo ausgebrochen. Ja, mach mal einen Überzeugungswurf. Nein. Sowas von nicht. Und ja, die anderen sind dran. Rerion, einmal bitte würfeln. Eine 4. D-Rex. Ernsthaft. Pyramiden. 1. Ja, Rerion ist dran. Ja, alle anderen kriegen. Enigma kriegt noch Willpower wieder, genau. Hab ich jetzt eigentlich Handschellen an oder habe ich nur einfach so reingedrückt ins Auto? Hätte ich so reingedrückt. Alles klar. Das ist keine Handschellen. Ja. Ja, komm, pfeif dem Tiger. Dum. In meinem Kopf spielt sich zusätzlich die Musik von Eye of the Tiger. Mhm. Woher auch immer die kommt, wer weiß. Und dann möchte ich dann gegen die Tür treten. Gegen die Tür treten, ja. Mhm. Um die aufzubrechen. Ja, einmal eine Probe, bitte. Hast du dann Talent für irgendwie? Nein. Willst du Willpower ausgeben? Ich hab kaum noch was, glaube ich, ne? Du hast 6. Dann versuche ich es mal mit einem Willpower. Mhm. Ansonsten war es der kürzeste Auftritt aller Zeiten. Na, den hat D-Rex schon. Nein. Oh, merkst du das auch? Mann, tut der Fuß weh. Ja. Der John, der gleich dran ist, der darf, hat ja. D-Rex, aber würfel bitte. Komm schon, jetzt sind 6. Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Doch nicht. Pyramiden. Du hast auch 10 Willpower, jetzt musst du dazwischen irgendwann mal zwischendrin springen oder so. Pyramiden mit einer 3 und Enigmon. Eine 1. Okay, Pyramiden ist dran und Enigmon kriegt einen Willpower wieder.
dann tut mir jetzt sicher der Fuß weh. Und Leopardin kriegt auch einen. Ja, genau, dir tut der Fuß tierisch weh. Weiß nicht, ob was gebrochen ist, aber es fühlt sich so an. Oh, fuck. Du hast so richtig dagegen, weil das ist bestimmt Panzerglas oder so. Und es hat auch gleich geknackt. Na, toll. Hat ja jemand gut hinbekommen. In meiner Welt funktioniert das immer. Er hätte bei der Idee mit dem Anfall bleiben sollen. Ja, das war eine gute Idee. Da hätte ich genauso schlecht gewürfelt, wenn das Schauspieler gewesen wäre. Also, hätte aber weniger wehgetan, ja? Denk dran, wenn du uns jetzt rausholst, wir müssen ja unbedingt die Waffe abnehmen. Ansonsten sind wir gleich wieder drin im Wagen. Ja. Hey, du kannst Autotüren aufbrechen. Ja, dann habe ich auch schon gedacht. Das will ich jetzt auch mal probieren. Aber nachdem jetzt das mit dem Knöchel passiert ist, nicht mit während der Fahrt, sondern, also ich würde vielleicht schon vorher probieren aufzumachen, aber erst aussteigen, wenn wir irgendwo an der roten Ampel stehen oder so. Ich guck mal, ob er zwischendurch einen Donut holen fahren wird. In Deutschland. Aber gucken wir mal, wie die Tür. Keine Ahnung von deutschen Polizisten. Ab zu Medikus. Er fährt nicht einen Donut holen, er fährt zwei Donuts holen. Sehr gut. Ja, dann warte ich. Ist anscheinend von seinem Auto so überzeugt, dass er dich alleine da zurücklässt. Sehr schön. Dann bin ich mal weg. Warum der auch immer der alleine auf Streife fährt, ist eigentlich egal. Aber hinten drin ist noch eine Waffe. Bestimmt. Erstmal musst du rauskommen. Jo. Mit einer 6 komme ich raus. Ach ja, das war der Wurf schon. Nee, Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja, mit einer 6 kommst du raus, ja. Knack. Die geschickten Hände von Feramin John öffnen auch die geschickte verriegelte Polizeitür von innen. Natürlich. Und du gehst nach draußen, kannst kaum richtig auftreten. Irgendwie dein Knöchel ist ein bisschen geschwollen, fühlt es sich an. Wo stehen wir denn? War das nur ein Bäcker oder irgendwie bei einem Supermarkt? Du stehst auf einer Supermarkt, ein bisschen abgelegen, so irgendwie um die Ecke von einem Supermarktparkplatz. Also so weit weg vom Eingang. Gut. Gibt es da irgendwelche größeren Mülltonnen oder so? Ja, so typische Glas wegbringen und Papiermülltonnen. Weil der wird nicht ewig brauchen, um Donuts zu kaufen. Von daher würde ich gerne da versuchen, ein bisschen in Deckung zu gehen. Mhm. Gut. Lass mich raten, ich muss würfeln. Verstecken. Wir müssen leider, der D-Rex muss drankommen. Im Kofferraum, da ist eine Waffe, damit können wir uns wehren. Ah, verstecken ich geht. Ich kann mich aber sogar verstecken. Verstecken geht, ja. Wo versteckst du dich denn? Da bei diesen Müllcontainer. Humpelst du den Müllcontainer rüber. Und duckst dich dahinter und siehst dann irgendwie das irgendwie so zwischen den Mülltonnen durchlugend wieder. Ich habe die Tür wieder zugemacht hinter mir. Ja. Also ausgestiegen, ja. Tür wieder zugemacht. Polizist kommt zurück und lässt fast seine Donuts fallen. Mhm. Ruft wieder irgendwas in sein Sprechfunkgerät. Irgendwie schaut sich dann um und sucht. Aber er findet dich nicht. Nicht scheint nicht der hellste Polizist zu sein. Sehr gut. Ja. Ja, dann. Was machst du? Aber der fährt nicht weg. Er bleibt halt auf dem Parkplatz. Geht's dahinter noch irgendwo weiter? Er geht in so einen Park rein, ja. Ja, dann humpeln wir halt mal in den Park. Humpelt in den Park. Es tut echt mega weh. Du hörst dann irgendwann Sirenen von Ferne. Bist aber in so einer Parkanlage drin. Und jetzt einen Teich suchen, dann schmieren wir uns ein und tauchen halb unter, dann finden wir es nicht. Es ist mitten im Winter. Wir atmen durch das Schilf. Ja eben, deswegen finden wir es ja nicht. Weil es ist kalt. Wasser ist eiskalt. Ja eben, deswegen damit keiner suchen. Das wird den Knöchel kühlen. Da wird uns keiner finden, wenn wir dann erfroren sind. Ach. Nee, Leute. Jammerlappen. Nein. Sind noch irgendwelche anderen Leute in dem Park unterwegs? Ja, es laufen so ein paar Leute da lang, ja. Also so vereinzelt. Siehst du am Teich auch irgendwie so einen Rentner, der die Enten füttert?
Ist da vielleicht irgendwo ein Fahrrad angeschlossen? Ja. Ja gut, dann... Du willst jetzt nicht schon wieder was klauen. Doch, nehme ich ein Fahrrad. Ja, dann klauen mal. Das ist keine Spezialität, weil das ist Autoklauen. Schlösserklauen. Ja, genau, ja, gut. Nee, aber reicht nicht. Nein, darf jemand anderes. Fummelst an dem Schloss herum und die anderen Johns, die Rex. Mal schauen, ne? Schon wieder eine 1. Nee, eine 4, immerhin. Hey. So, wer war denn als letztes dran gewesen? Enigmon war dran. Nee, Ririon war dran gewesen, ne? Das heißt, Enigmon darf noch würfeln. Und eine 5, ja. Super. Mhm. Ja, Platz da, ich mach das jetzt. Ja, Leopardin ist gerade AFK. Ja, ich bin hier, doch. Ja. Ich kann wohl eben würfeln. Ich bin gerade wieder da. Ich muss mir nur den Arm rutschen. Im Park hast du, sind da noch andere Leute, ne? Ja. Auch vielleicht mit einem Hund oder so? Ja. Ja, dann gehe ich nochmal zu einem hin. Leute mit Hunden sind ja meistens recht hilfsbereit. Mhm. Entschuldigung, können Sie weiterhelfen? Werde ich mich das auch mit dem Hund so zu kraulen? Mhm. Ja. Lässt sich kraulen. Ja, und in dem Moment, darf wer anders. Darf wer anders? Ja, ihr dürft mir ein neues Ziel raussuchen, Leute. Ja, weil dein Ziel war es? Ein Tier zu kraulen. Ein Tier kraulen. Oder zu streicheln. Ja. Das ging schnell. Der Chat ist ja ganz schön gnädig. Ja, sag ich. Ja, echt, ne? Also. Der Chat hat sich eben auch schon tolle Sachen aus einfallen lassen. Mussten das von Yamera eben, das finde ich gut. Aha, ich finde den Vergleich, der so hier durchgeht, ein bisschen hakelig. So, Augenblick noch nicht würfeln jetzt hier. Ich muss erstmal hier weiterreichen. Was ist hier? So, ein Enigmon nochmal neu. Was kommt jetzt? Ich denke, das geht für 2 Punkte raus. Oh oh. Das könnte wirklich schwierig werden. Ja, ich sag ja. So, aber es ist, finde ich, eine sehr schöne Idee. So, wer hat denn da gerade gewürfelt? Leopardin hat gewürfelt schon mal für Übernahme, ja. Und Ririon darf wieder. 4 und D-Rex kommt in 6. Willpower ausgeben, um zu verbessern. Ah, eine 6. Ah, sehr gut. Sehr gut. Stechen. Da gibt es erstmal wieder Willpower wieder zurück hier. Nochmal D-Rex. Eine 5. Und Leopardin. Oh. Das Spiel ist nicht mit dir heute. Ist einfach nicht mit dir. Gut. Ja. Leopardin streichelt gerade einen Hund. Finde ich gut, aber. Und der Fuß tut weh. Das ist jetzt ungünstig. Naja, nun. Vielleicht kennt er uns. Der Hund? Nein, der Typ. Man muss doch wissen, wo wir wohnen. Also müssen wir unauffällig bleiben, wenn die Polizei uns hier jagt. Ach du Scheiße. Und wo ist man am unauffälligsten? Da, wo die meisten Leute sind. Also zum Weihnachtsmarkt. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, wir könnten uns als Weihnachtsmann wieder tarnen. Du hast das Kostüm nicht mehr. Niemals ziehe ich diesen Mantel nochmal an. Es gibt immer Mittel und Wege, eine neue Tarnung zu bekommen. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ja. So, Entschuldigung, aber ich muss jetzt dann auch weiter. Komm. Ja, sorry. Ihr Hund ist wirklich super nett.
Ich weiß. Komm, Fluffy. Okay. Ich fühle mich, glaube ich, erstmal so ein bisschen irgendwie im Park verdeckt halten. Ich weiß ja nicht so richtig, ob der Polizist immer noch hinter mir her ist. Mhm. Oder sucht oder irgendwas. Die niedrigste Gangart ist Robben, ne? Also vielleicht. Vielleicht werden wir dann so schmutzig, dass man uns nicht mehr erkennt. Das auch. Also mal abgesehen davon, dass es hier eh schon echt irgendwie kalt ist und sowas, ne? Aber vielleicht, ich gehe mal so ein bisschen Richtung Gebüsch und versuche mich da bedeckt zu halten, mhm. aber ungefähr würde ich mich in die Richtung aufmachen, wo die Stadt liegt und wo man hoffentlich mitten in der Stadt, der Park, ja. Achso, der, okay, ja. Nicht viel. Jetzt noch ein paar Blätter, ne? Wir schwitzen ja eh schon und dann fallen wir im Gebüsch nicht mehr auf. Aber das fällt dann auf dem Weihnachtsmarkt auf. Ja, da müssen wir es wieder abmachen. Ich ignoriere die und laufe einfach weiter. Ja. Das Laufen tut dir sichtlich schwer und je weiter du läufst, desto schmerzhafter wird das Bein. Und es ist jetzt mittlerweile auch schon, du kennst das Gefühl, glaube ich, ganz gut als Spielerin, der dein Knöchel so komplett anschwillt und so richtig schön blau und dick wird. Ja. Na komm, jetzt nicht platt machen, das schaffen wir. Man fühlt dieses Pulsieren in dem Knöchel. Versuch dich selbst zu verbinden. Gibt es irgendwo in der Nähe vom Stadtpark? Gibt's ja, also es gibt ja oft an so gewissen Punkten irgendwie in der Stadt und so ein Stadtpark könnte auch so einer sein, wo so ein Innenstadtplan irgendwie aufgehängt ist an einer prominenten Stelle mit so einem roten Pünktchen, wo drauf steht, sie sind gerade hier und wo so ein bisschen irgendwie die Innenstadt angezeigt wird, oder? Ja. Finde ich sowas? Aber er ist mit Graffiti besprüht. Na, der. Ich versuche trotzdem irgendwie. Du bist gemutet. Ich versuche irgendwie so ein bisschen an dem Glas rumzukratzen, wo mir das im Weg ist und versuche irgendwie ein bisschen einen Überblick über die Innenstadt zu kriegen, was wo ist und sowas. Gibt es irgendwo eine Notaufnahme oder so? Also ja, ein Krankenhaus? Ein Krankenhaus ist hier in der Nähe, ja. Dann würde ich mich dahin auf den Weg machen. Okay. Humpelst ja. Richtung Krankenhaus. Richtung Notaufnahme irgendwie, ja. Betrittst die Notaufnahme. Ja. Kommst zum Empfangsschalter. Also mein Knöchel ist kaputt. Ich glaube, das müsste sich mal jemand angucken. Ja. Oh, das sieht ganz... Ich zeig das mal. Das sieht ja ganz fies aus. ja, haben Sie Ihre Versichertenkarte mit? Ich habe keine, glaube ich. Siehst du diesen Gesichtsausdruck? Oh Gott, das Papierkram. Ja, warten Sie mal da hinten. Dankeschön. Setz mich hin. Mhm. Sitz da. Ich würde gerne noch mal versuchen, die Kontrolle zu machen. Ja, mach mal. Ich setze zusätzlich 2 Willpower ein. Jetzt kommt's, ja. Also 3 weg, ne? Ja. Ja, das klappt. Ja, sehr gut. D-Rex ist dran. Diesmal kein U-Turn, bitte. Please don't. Sitzt da eine Notaufnahme. Übrigens, es ist übrigens auch so, wenn John so runterkommt und so ein bisschen seicht wird und nichts passiert, dann übernimmt der nächste John übrigens auch. Das können wir gerne so machen. Ja. Mhm. In so einer Notaufnahme gibt es bestimmt einen höchst dekorativen Weihnachtsbaum oder so. Oh, aber sicher. Aber sicher, da steht auf jeden Fall ein Weihnachtsbaum drin, ja. Und da stehen doch garantiert ein paar Mülleimer rum, wo leere Dosen und sowas drin sind. Ja, und da ist so ein Mülleimer, der so direkt neben so einem Wasserspender steht, wo so Dosen halt drin sind, also diese Wasserspender Dann kram ich da mal so eine Handvoll Dosen raus und
hänge die an diesen Aufmachdingern an dem Baum ran. Ja, sehr schön. Und damit hast du dein Ziel erreicht. Hey. Einen Weihnachtsbaum hässlich zu dekorieren. Gab einen Punkt, ne? Ja. Ja. Und Willpower gibt's zurück für den Rerion. Und für den Enigmon. Damit ist der Enigmon auch wieder voll. Ja. Okay. Und Rerion darf würfeln. Der Chat darf sich noch was ausdenken. Der Chat darf sich was für D-Rex aussuchen, ja. Aber der Chat hatte eben auch schon was ganz Lustiges. Ja, ich nehme das mal hier vom Lucky Lucano. Das nehme ich, das ist lustig. Ja. Augenblick mal, also die zwei behalte ich mal kurz. Erstmal schreibe ich jetzt hier dem D-Rex, was er machen muss. Ich hoffe, das kommt dann auch zu tragen. Nicht, dass du wieder die ganze Zeit nicht dran bist. Das würde ich sogar mit einem Punkt belohnen. Ja, sehr schön. So, ja, Enigmon. Eine 4. Und Feramin. Auch eine 4. Nochmal Feramin. Zwei und Enigmon? Eine 4. Okay. Enigmon ist dran. Ja, also. Stehst vor diesem mit Bechern dekorierten, genau, Weihnachtsbaum. Alle Leute gucken dich komisch an. Hat zu wenig Dekoration. Mal wieder. Ja. Gibt es noch einen Weihnachtsmann hier? Nee. War das ein Jahr oder? Nee, ist kein Weihnachtsmann da. Schade. Also zumindest keine Ja. Dauert das immer so lange, bis man hier drankommt? Das ist ziemlich voll. Ja. Ah. Krieg war schlimmer. Ja. Ja, also wenn nicht geholfen wird, dann muss man sich ja selbst helfen, ne? Mhm. Ist der irgendwo ausgezeichnet so ein Raum, ist, wo Medikamente halt sind? Ja, hast du so ein paar Gänge weiter vorne, hast du sowas gesehen, ja. Ja, dann gehen wir doch mal die Richtung. Humpelt, darin, ja? Ja, das geht schon. Die Tür ist natürlich verschlossen. Ja. Ich meine, mein Midlon hat ja schon gezeigt, wie man das macht, also klappt schon. Also ich habe die Tür auch schon aufbekommen. Mhm. Nicht mit dem Fuß jetzt, ne, sondern mit der Schulter. Also du rammst die Tür ein. Ja, gibt auch noch einen Willpower aus. Okay. Nein. Au! Schließter, bitte. John ist zwar nicht tot, aber John ist ein ziemlicher Krüppel, wenn ihr mit dem fertig seid. Feramin, würfel mal. Diesmal gebe ich Rerion und D-Rex noch Punkte zurück. Ja. So, ja. Hast du gewürfelt? Hier noch nicht, ne? Ich sehe zumindest keinen Feramin-Wurf. Da kommt eine 6. Und Leopardin. Glaube ich, ne? Ja. Glaube ich schon wieder? Ja. Ja. Das ging jetzt fix gerade. Eine 5 und Rerion. Eine 4. Okay, damit ist Feramins John wieder dran. Jetzt tut dir nicht nur der Fuß, sondern auch noch die Schulter weh. Du bist also total von der Tür abgeprallt. Du liegst jetzt so auf dem Rücken vor der Tür. Ja, dann rappel ich mich erstmal wieder auf. Ah, die Schulter. Ah, das Bein. Großartig.
Kriegt ihr ja ganz toll. Ja gut, aber es hilft ja alles nichts, ne? Eigentlich muss da schon mal jemand danach gucken nach dem Knöchel. Wir müssen da rein, ja. Oder warten, bis ihr dran seid. Wie war das mit Anfall vortäuschen? Ja. In der Notaufnahme ist man schon. Das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil dann müssen sie ja was tun. Mhm. Problem ist. Ja. Schauspielerei oder sowas, ja. Und ich würde 2 Willpower mal mit reinwerfen. Ihr habt's ja. Oh, guck mal, 6. Perfekt. Wunderbar. Ja. Ja, Tom, wie sieht das aus, wenn der Feramin John einen, dem die Bein und die Schulter wehtut, einen Anfall vortäuscht? Ja, kippt um und fängt an zu zittern, extrem. Ja. Und würde so tun, als ob sie nicht mehr richtig Luft bekommt. Ja, kommen sofort Leute. Und ein bisschen Krach machen. Also sollen die Leute ja schon mitkriegen. Laut japsen und so, ja. Ja, okay, kommen ein paar Leute an und ja, schnell hier dahin. Und, ja, legen dich auf so eine Trage und rollen dich so durch die Flure. Ja. Und tatsächlich wird John behandelt von einem Arzt und schaut so, alles gut mit Ihnen, was ist denn los? Kriegen Sie keine Luft? Es wird schon langsam wieder besser. Es war, glaube ich, einfach der Tag heute alles ein bisschen zu anstrengend. Was haben Sie mit der Schulter und dem Fuß gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich weiß es nicht mehr. Gedächtnisverlust. Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern? Dass ich den Weihnachtsbaum da draußen im Wartezimmer ein bisschen verschönert habe. Mir war langweilig, ich habe Getränkedosen dran gehängt. Ja. Okay, ja. Wunderschöne Dosen. Wir werden erstmal hier, das muss geröntgt werden. Ja, dann. Können Sie, geht's wieder mit dem Atmen? Ja. Ja. Gut. Dann, stützt dich noch und dann wirst du geröntgt und dann, ja. Ja, Gott sei Dank nichts gerissen und nichts gebrochen, aber das ist halt eine, ja, noch ziemlich schwierige Prellung oder sowas mit Bluterguss. Ja, das verschreibt dir dann irgendwie ein paar Sachen gegen die Schmerzen und Salbe zum Einreiben. Und das muss auf jeden Fall geschont werden. Sie müssen damit jetzt nach Hause und so. Aircast-Schiene oder ähnliches. Genau. Also. Ja, ja. Gut. Gibt da noch was für die Schwellung auf dem Arm, weil da ist das ähnlich. Irgendwie die Schulter war irgendwie ein bisschen ausgerenkt und dann renkt man die wieder ein und ja. Ja. Geht's mit dem Laufen wieder so halbwegs? Ja, du hast halt diese Schiene da, das ist es, ja. Ja. Ne? Also man ist halt eingeschränkt mit dem Laufen, aber besser als vorher, aber auf jeden Fall. Besser wie vorher. Sind die Schmerzmittel, ist es gutes Zeug, was er rausgerückt hat? Kennst du dich aus mit Schmerzmitteln? Weiß ich. Was steht denn auf der Schachtel? Ich will nur wissen, ob das wirkt. Was steht auf der Schachtel? Ja, ich kenne mich selbst damit nicht so stark, aber ich denke mal, es wäre so ein starkes Ibo sein, was du da gekriegt hast, einfach gegen die Schmerzen. Ja, lohnt sich wirklich zu verticken. Oder so. Habe ich eigentlich in dem Restaurant den Zehner schon? Ich weiß nicht. Nee, du hattest nicht bezahlt. Da sind wir nicht zum Bezahlen gekommen, ne? Nee. Wurde ich vorher von der Polizei abgeholt. Ja, dann würde ich mich mal auf den Weg machen. Entschuldigung, aus dem Krankenhaus. Herr, Sie müssen noch ein bisschen warten hier. Wir müssen noch wegen Ihrer Identität und so. Ah, okay. Können Sie da vorne kurz warten? Ja, ja. Klaro. Wartest du oder gehst du raus? Ich setze mich da kurz hin und dann gehe ich raus. Okay. Ohne, dass es jemand merkt, sneaken? Ja, probieren wir es doch mal. Okay. 2 Willpower.
Ah, ja, ja. Jetzt kommen die ganzen Will. Jetzt langsam entdecken sie die Willpower für mich und brauchen sie nicht. Ja. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, genau. Also zwei Willpower weg. Gut. Und du sneakst da so raus. Bist dann vor dem Krankenhaus auf der Straße. Was ist denn da so in der Nähe? Vor dem Krankenhaus ist irgendwie so ein Wohngebiet, würde ich sagen. Gibt es da irgendwo einen Kiosk, einen kleinen Supermarkt oder ähnliches? Ja. Wunderbar. Ein Kiosk. So ein kleines Türmchen mit so ein paar Zeitungsständern. Da steht Pizzatürmchen drauf. Oh, Pizza klingt gut. Ich nehme an, der hat dann auch verkauft Pizzastücke und so. Ja. Wie viel kosten die denn? Ja, so ein Pizzastück kriegst du für 2 Euro. Dann will ich ein Pizzastück und eine Schachtel kippen. Mhm. Welche denn? Welche Marke? Rote Gloas. Nein, nicht rauchen. Oh, bitte. Dein Körper ist dein Tempel. Ah. Ja, ich denke, Feramin hat durch das Kaufen der Pizza und der Zigaretten ihre... Ich kaufe ein paar Zigaretten-Dinger für einen Punkt erfüllt. Und der Chat hat ja eben schon ganz viele tolle Sachen gemacht. Hier erstmal gebe ich hier kurz noch Willpower zurück an den D-Rex und an den Rerion. Ich glaube, ich habe das zwischendurch ein paar Mal vergessen bei euren einen oder anderen. Und an den Enigmon. So, und dann schaue ich mal. Neues Ziel. Hier waren eben so coole Sachen. Ah, hier, das ist doch super, was von Nüva. Das war richtig gut. Ich hoffe, das kommt auch vor. Das ist sehr lustig. Ja, Moment. Wo war mein Feramin? Da. Das ist so, es ist eigentlich relativ schwierig, deswegen gebe ich da sogar 3 Punkte für. Okay. Also in der momentanen Situation ist das relativ schwierig. Oh, okay. Gut. Gut, gut. Ja. Schauen wir mal. Okay. Auftritt als Background-Tänzer. So, und jetzt darf Leopard den Würfel so übernehmen. 6 und D-Rex. Oh, der Arme. Muss schon wieder gegen die 6 antreten hier. Willst du Willpower ausgeben? Spät. Zu spät. Eine 2. Rerion. Eine 1. Ja. Immerhin nicht den niedrigsten Wurf. Du hast die Packung Zigaretten in der Hand, hast bezahlt und hast ein Pizzastück in der Hand. Ja, super. Ich werf beides direkt in den Mülleimer neben mir. Zack, danke. Pom. Das ist Verschwendung. Der Typ guckt dich an, so, war damit irgendwas nicht in Ordnung? Pizza ist viel zu fettig, viel zu viele Kohlenhydrate und also rauchen, ich bitte Sie. Und lauf weg. Ja, also laufen in, ja, du bist ja Humpel noch, weg. Humpelst weg, ja. Mhm. Humpel weg. Ich habe Feramin einen Punkt geklaut. Entschuldigung, ja, das habe ich falsch gemacht. Du hattest eben 2 und dann jetzt nochmal 1. Das heißt, es sind 3, ne? Ja. Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Ja, humpelst weg. Mhm. Wo willst du denn hin? Ich glaube gar nicht, weiß gar nicht, ob wir unbedingt wissen müssen, wo wir wohnen. Und wer wir sind vielleicht. Also irgendwie, wenn wir regelmäßig in dieses Restaurant da beim Weihnachtsmarkt gehen, dann müssen wir doch da irgendwo auch in der Nähe irgendwie zu Hause sein. Oder? Mhm. Also vielleicht läuft da auch unser Chef rum, den fragen wir einfach, wir wurden überfallen und wissen gar nichts mehr. Ja, dann müsste der uns ja ansprechen. Aber vielleicht funktioniert das ja. Ich gehe wieder zum Weihnachtsmarkt. Ja, der Weihnachtsmarkt ist ein bisschen weiter weg. Ihr seid ja mit dem Polizeiauto gefahren. Also das Stimmt. wird ziemlich weiter Weg. Das wirst du auch so an dem, du hast ja auf diesen Plan geguckt, wirst du das auch irgendwie ja. darauf erkennen können.
Könnt mit dem Bus fahren. Ich taste in meiner Hosentasche, habe ich noch was von dem Zehner? Irgendwie ein paar restliche Kröten? Ja, du hast gerade 2 Euro für die Pizza bezahlt und wie viel kosten die Packung Zigaretten? 6 Euro? Dann sind noch 2 Euro über. Ja. Naja, vielleicht so eine 4 Stationen Innenstadt Kurzstrecke geht. Hast du denn das Essen im Gasthaus umsonst bekommen? Das hattet ihr nicht bezahlt. Es ging auf den Deckel. Warum muss die Polizei davor zahlen? Ist das Feuer dabei? Scheint so. Ja, ich gehe zur nächsten Bushalte und hoffe, dass ich Kurzstrecke. Es ist wichtiger, dass ihr aus dem Restaurant rauskommt. Ja. Also nochmal. Ich gehe Richtung Bushaltestelle und gucke, ob ich Kurzstrecke für unter 2 Euro kriege und irgendwie zumindest 4 Stationen weiter Richtung Innenstadt komme. Ja, definitiv. Das heißt, ihr habt jetzt wieder kein Geld und fahrt jetzt gerade, sitzt im Bus. Ja, kein Geld, aber wieder Richtung Weihnachtsmarkt, ja, genau. Sitzt im Bus Richtung Weihnachtsmarkt, genau. Ja, neben dir sitzt so ein Teen, hat ganz laut sein Handy an. Hört so ein Riecht wie fast jeder Teen ziemlich stark nach Deo. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Ja, ich tippe den mal so an. Was ist denn los? Entschuldigung, kennst du dich mit Technik ein bisschen besser aus? Du hast hier so ein richtig schönes, modernes Handy und so, ne? Sag mal, weißt du, wie weit Gesichtserkennungssoftware heutzutage ist? Könntest du ein Foto von mir machen und rauskriegen, wer ich bin? Kannst versuchen zu googeln? Ja, mach das mal. Willst du das mal machen? Zack, Foto. Googelt. Dauert einen Augenblick. Danke. Kriegt dann so große Augen, als er auf sein Handy-Display guckt. Schaut dann so zu dir rüber. Rückt so ein kleines Stück von dir weg. Hast du was gefunden? Zeig mal. Bitte. Da kann das, ich glaube, Rambo. Nicht schlagen. Zeig dir so einen Steckbrief. Steht da ein Name? So ein John Mustermann gesucht wegen Angriff auf Polizisten. Tätlicher Angriff und so. Gefährlich. Das bin ich nicht. Mein Zwillingsbruder. Eindeutig. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist. Das sind nicht sie, oder? Nee. Cool. Scheint nicht so gut zu sein. Das scheint nicht so gut. Gibt es da noch andere Suchergebnisse? Dreht das Handy wieder so rum, tippt da sowas rein. Ja, ich glaube, ich sollte mal aussteigen. Ne? Bei der nächsten Station. Ja. Gut. Steigst du bei der nächsten Station aus? Ja. Siehst du irgendwie, als der Bus losfährt, dass der von seinem Platz aufsteht und vorne nach vorne zum Busfahrer geht? Ich laufe einmal um den Block. Ich tue so, als ob ich links in die Straße rein will, obwohl ich vielleicht nachher wieder umdrehe, wenn der Bus um die Ecke ist. Aber damit er wenigstens behauptet, der ist in die Richtung gelaufen und das ist die falsche. Sehr schlau, ja. Gut. Und dann bist du aber trotzdem nur 2 von deinen 4 Stationen gefahren. So ein Ärger. Naja, aber ich meine, mein Knöchel wird sich freuen, dass er diese 2 Stationen nicht laufen musste. Von daher mache ich mich trotzdem weiter Richtung Weihnachtsmarkt. Läufst und es ist irgendwie so, es tut zwar weh, aber es ist irgendwie schon langweilig, weil es passiert nichts mehr. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, ist ein gutes Stichwort für die anderen Johns. Würfel mal D-Rex. Ich darf hier schon Willpower ausgeben, ne? Ja. Dann gebe ich mal 2 aus. Yay. Dann machst du dein Würfelergebnis um 2 besser. Wow. Herion, kannst du eine 9, eine 8
müsstest du auch Willpower ausgeben. Ne? Moment, ein Willpower. Zwei Willpower hattest du ausgegeben, ne? Ja. Er soll ja auch mal, ne? Ich bin ja nicht so. Zu gütig. So, Enigmon, wenn du Willpower ausgibst, darfst du würfeln, ansonsten ja, macht halt das keinen Sinn. Okay, dann ist D-Rex wieder dran. Genau, lassen wir ihn auch mal offen. Mehr Chaos. Ja. Da ich jetzt der Pizza ja doch ziemlich hinterher traue, schaue ich mal, ob ich irgendwo, da wir ja jetzt auch komplett blank sind, da wir ja nur zwei Stationen Bus gefahren sind, irgendwo eine Tafel oder sowas haben. Eine Tafel? Ach, diese obdachlosen Tafel? Ja. Wir hatten erst eine Haxe. Ja. Die gibt es. Will ich da hingehen? Begrüßt die Leute. Mit Grüßen zurück, ja. Sag mal, heute ist echt nicht mein Tag. Ich bin in irgendeiner Gasse aufgewacht, bin zusammengeschlagen worden, mein ganzes Geld ist weg und ich habe Kohldampf ohne Ende. Habt ihr irgendwas für mich? Wir haben so einen Eintopf drüben, ja. Großartig, nehme ich. Okay. Gut, schüttet dir sowas ein. Dann würde ich mich mit... In so einem großen Speisesaal, wo so viele, einige Leute sitzen und an ihrer Suppe löffeln. Dann noch so ein bisschen Toastbrot dazu. Dann nehme ich den Teller oder das Tablett, gehe dann da auch in den Speisesaal, wird dann mit dem Tablett in der Hand auf so eine Sitzbank oder so klettern. Ja. Räusper mich kurz und würde dann einen Toast aussprechen wollen. Warum? Was ist denn bei dir kaputt? Schau dich mal hier um. Das haben die nur verdient. Auf die ehrenhaften Soldaten und Veteranen der Jugoslawienkriege. Ich so. Guter Mann. Diese Leute haben alles gegeben, damit es in unserer Welt mehr unabhängige Staaten gibt und auch in dieser besinnlichen Zeit soll ihr Andenken niemals vergessen werden. Ich muss mich gleich übergeben. Das war eine volle Unterstützung. Ja. Das gibt Punkte. Wie viel hatte ich dir dafür gegeben? Einen. Einen, ja. Kriegst du den Punkt auf jeden Fall. Mach mal noch einen Würfel, wie der Vortrag war. Ob die Leute den toll fanden oder nicht. Etwas schönreden oder sowas? Ja, bitte. Ja, klar. Ja, aber der war trotzdem nicht so besonders gut. Okay. Die Leute gucken ja so, Du meinst den völkerrechtswidrigen Krieg damals? Und die anderen drängen wieder an die Oberfläche. Sie haben so auf dem Stuhl in dieser Mensa steht. Und so eine Rede gehalten. Ja, und ich brauche was Neues für den D-Rex. Da kommt Enigmont mit einer 5 um die Ecke. Ja, schon mal vor. Rerion. Eine 3. Und Feramin. Auch eine 3. Dann ist Enigmon wieder dran. Und Willpower kriegt Feramin wieder. Kannst du mal einmal den aktuellen Willpower-Stand sagen? Ich habe überhaupt keinen Überblick. Ah, ich habe eben wieder voll. Ja, also Feramin hat 7, D-Rex hat 7 und alle anderen haben 10. Okay, Also steht oben, achso, wir brauchen ja mal, das finde ich gut, was der Shadow da gesagt hat, das ist eine super Sache für den D-Rex.
Das kriegt er auch auf jeden Fall hin. Wenn ich drankomme? Ja, wenn du drankommst. Obwohl, in eurer gerade Situation ist mir das sogar 2 Punkte wert. Ich hatte so viele gute Möglichkeiten. Ja, hättest ja mal zwanghaft übernehmen können, aber naja. Ja, hat ja nie geklappt, der Wurf. Okay, ja. So, Kombi? Ja. Danke, Shadow. Ja. Ja. Wisst ihr, Leute, ich hab ziemlich einen abbekommen vorhin und ich stehe irgendwie so neben mir. Kenne ich einen von euch? Alle schütteln so im Kopf. Mist. Weißt du, dann immer noch, wie wir nach Hause kommen. Ja, danke, dann ja, schönen Tag noch. Und ja, schönen Tag noch. Noch nach die Suppe auf. Was denn? Ich habe keinen Hunger. Ich hatte vorhin noch erst die Schwarte gehabt. Lang noch. Ja. Ja, raus hier. Irgendwann muss doch jemand mal sein, der weiß, wer wir sind. Ich hab's. Mach mich jetzt auf der Suche nach einem Detektivbüro. So jetzt kriege ich Angst. Anzeigen. Nach was? Ja, eine Detektei oder jemand. Ach, Detektiv an. Anzeigen an, auch auf. Ja, wo suchst du denn sowas? Ja, in der Umgebung. Hier im Speisesaal. Ich habe ja. Nein, draußen. Vor dem Speisesaal. Oder? Ja, draußen in der Umgebung halt. Und da irgendwo eine Detektei ist. Wir sind. Okay. Leider ist da keine Detektei. Der näheren Umgebung. Ja, also dann wohl doch wieder zurück zum Weihnachtsmarkt, ne? Okay. Humpelst die Straße lang, findest dann so eine kleine Nebengasse, die anscheinend eine Abkürzung ist Richtung Weihnachtsmarkt. Und ja, du kommst dann wieder zurück auf den Weihnachtsmarkt. Ah, sehr gut. Dann sind wir zumindest schon mal in der richtigen Richtung hier. Ja. Hm. Das ist jetzt fast wieder vielleicht an der Stelle, wo wir angefangen haben. Ja. Ja, vielleicht waren wir nicht der einzige Weihnachtsmann. Vielleicht war das ja noch woanders. Da könnte der uns sagen. Schauen wir mal, ob es irgendwo hier einen Weihnachtsmann gibt. Mhm. Nein. Also siehst du momentan keinen. Also sitzt jede Menge Weihnachtsmänner, aber jetzt kein Mensch, also kein menschlicher Weihnachtsmann. Hä? Ja, überall auf dem Weihnachtsmarkt gibt es überall so Weihnachtsmannfiguren, aber jetzt keinen, ne? Okay, auch eine, die sitzt? Eine Figur? Nein. Aber du siehst halt die Bühne, wo der Weihnachtsmannstuhl drauf ist, ja. Ja, nee. Ich glaube, wenn wir uns darauf setzen, dann das kommt nicht so gut. Ja, die rufen ja immer mit den Bohlen. Wenn wir jetzt erst das Lokal zurückgehen, dann rufen die auch gleich die Bohlen. Du musstest ja das Auto unbedingt da mitten auf der Straße stehen lassen. Dir ja. Haben wir die Scheiße ja auch zu verdanken. Das wäre alles kein Problem, ja. Wenn wir das Auto nicht geklaut hätten. Genau. Ich bin nochmal die Gasse zurück, wo ich aufgewacht bin. Ja. Ja, liegt da vielleicht noch irgendwas rum oder so? Dass der ja, untersuch die Gasse doch mal mit einem Wurf. Ja. Ja. Damit unsere Willenskraft nicht verkommt, wenn ich da auch gleich 2 Punkte drauf. Mhm.
Ja, finde es leider nicht. Ich habe auch schon geraucht. Hab geraucht hier. Er ist da. Ja, die anderen sind dran. Wer war denn als letztes dran gewesen? Leopardin darf, glaube ich, nicht würfeln, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, wer dran war. Wer war als letztes? Okay. D-Rex und Enigmon dazwischen. Eigentlich alles klar, dann darfst du wieder. Ja. Ich muss erstmal wieder Willpower verteilen hier. Ich war so selten dran, da fällt das nicht auf. Aber dafür darfst du auch nicht mehr mitwürfeln jetzt. Das heißt, Leopardin fängt an. Eine 3. Und der Rereon. Ich werde jetzt mal einen Willpower einsetzen. Jawohl. So ist das richtig. Hilft bei einer 2, aber nicht wirklich weiter. Das ist doch... Und Feramin. Die 5. Da ist Feramin wieder dran, mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Okay. Keine Ahnung, wie wir hier schon wieder hin sind und was wir hier eigentlich überhaupt wollen. Gibt es denn hier irgendwo Internetcafé oder sowas in der Nähe? Ja, gibt es. Habe ich noch Geld? Oder haben... ich habe kein Geld mehr. Ihr habt Pizza und Zigaretten gekauft und die ihr sofort weggeschmissen habt und habt ein Busticket gekauft und seid nach 2 Stationen wieder ausgestiegen. Aber immerhin habt ihr eine kostenlose Behandlung im Krankenhaus gekriegt. Und eine Suppe. Und eine Suppe, ja. Sind denn noch viele Leute auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs? Ja, es ist jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, nachmittags irgendwo. So, das wird schon ein paar Stündchen gedauert haben, was ihr da jetzt gerade schon alles verbrochen habt. Also es wird langsam dunkel und ja, es kommen so langsam die Leute auch von der Arbeit und schlendern dann. Also es ist so ein kleiner Austausch. Eben waren eher so kleine, so Kinder mit Familie da und jetzt kommen so langsam die ersten Erwachsenen und Jugendlichen, die von der Schule kamen und so und jetzt irgendwie da, ja, lungern da rum. Ich brauche Geld. Ja. Ich gehe mal in die Nähe. Ja, und zwar gehe ich dazu in die Nähe von dem Glühweinstand und guck mal, ob ich... Ich würde gerne ein bisschen beobachten, wenn die Leute bezahlen, wo die danach ihr Geld wollen. Mhm. Ob da vielleicht jemand auch ein bisschen unvorsichtig ist, dass man vielleicht mit einmal anrempelt. Entschuldigung. Einfach nochmal in die Kirche gehen. Ja, da ist jemand... Stimmt jetzt unbewacht. Da ist jemand, also der hat so sein Portemonnaie hinten in der Hosentasche so halb raushängen. Ja, wunderbar. Dann... würde ich einen Willpower verwenden und mal gucken, ob ich ihm das ziehen kann. Nein. So war es schon absolut nicht. Aufhören. Ich verteile erstmal wieder Willpower, bevor ihr würfelt. Einmal du kannst es ja dann besser machen. D-Rex, einmal für den Enigmon. Und Feramin ziehe ich einen Willpower ab. Und der Rereon kriegt auch noch einen Willpower von mir. Und darf als erster würfeln. Ich möchte gerne 2 Willpower einsetzen. Mhm. Jo, das ist eine 6. Dann D-Rex. Auch eine 6. Und Leopardin. Eine 4. Okay, einmal stechen zwischen Rereon und D-Rex. Rereon? Ja. Eine 2. Und D-Rex?
4. D-Rex ist dran. Ich soll einfach nicht mehr. Ja. Frag T-Rex mal, wie sich das anfühlt. Ja. Du hast jetzt ja erfolglos versucht zu klauen, ne? Mhm. Ja, also den hast du so, der Typ guckt sich so um, macht so große Augen. Mhm. Was trinken, Schatzi? Ja, gerne. 2 Glühwein. Ja, dann trinke ich mit dem ein, vielleicht 2 Glühwein. Mhm, ja. Wie heißt denn du? Mein Name ist Dieter. Dieter ist auch so, ja, Anfang 40 vielleicht, leicht schütteres Haar, einen wahnsinnigen Pornobalken auf der Oberlippe. Ja, weißt du, das ist tatsächlich ein Problem. Ich weiß das gar nicht so genau, weil ich heute zusammengeschlagen aufgewacht bin und ausgeraubt wurde. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin John Rambo. Halt die Klappe. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich werde jetzt mal Wildpaar auf und versuche die Kontrolle zu übernehmen. Gott. Nein. Ich denke 5 und 6 sind Erfolg. Ja, du hast einen 3 gewürfelt. Ja, und hab 2 Willpower aufgewendet. Achso, du hast noch. Ach, okay. Ja, ja. Okay, das hatte ich nicht mitbekommen. Dann, ja. Ich bin John Rambo, erkennst du mich nicht? John Rambo? Ja, Mann, es gibt 3 Filme über mich. Sorry, aber du siehst nicht aus wie Sylvester Stallone. Ja, das ist ja auch mein Double. Ich bin das Original. Ich bin nicht Sylvester Stallone, ich bin John Rambo. Ich bin derjenige, über den die Filme sind. Aber das ist eine Kunstfigur. Nein. Echt, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Krass. Ja, ne? Machen einfach so Filme über mich und ey, siehst du hier? Krieg ich ja keine Kohle für. Das ist echt schlimm. Ja, fürchterlich. Und du hast gesagt, du bist zusammengeschlagen worden? Hast du die Polizei gerufen? Ja, das habe ich versucht, aber du weißt ja, wie die Bullen sind, ne? Weißt du, wie armselig du gerade rüberkommst? Erzählst dir was, du bist John Rambo und lässt dich von irgendwelchen Idioten zusammenschlagen? Halt die Schnauze. Ich habe immer noch nichts gesagt. Ach so, sorry, ja. Du weißt ja, wie wir sind, ne? Also Bullen mucken da voll auf, willst du dir mal ein paar Takte erzählen und Und dann hast du dir heldenhaft den Fuß gebrochen. Ja, genau, das passiert Jean-Claude Van Damme nie. Und hier Sylvester Stallone und so. Die können immer, weiß ich was, für Karambolagen und Unfälle bauen und latschen da einfach raus und explodieren Sachen. Ich glaub, und die kriegen keine Splitter ab oder irgendwas. Also, look. Wem willst du denn hier was erzählen? Das soll der dir glauben? Wenn, dann musst du es ihm jetzt auch beweisen. Genau, mach mal was Heldenhaftes. Gibt es hier irgendwie gerade was Heldenhaftes zu tun? Nee. Es gibt hier bestimmt was. Was ist denn für dich heldenhaft? Das ist die nächste Frage. Keine Ahnung, ein Kind, das droht in den Kanal zu fallen. Such dir den dicksten Schläger aus, den du finden kannst. Eine dicke Katze, die den Baum nicht mehr halten kann. Da ist gerade eine Katze auf dem Baum. Und unten drunter steht so eine alte Oma. Miezi! Miezi! Ah. Moment mal, Koppel, ne? Ich stapf zum Baum rüber und will dann da hochklettern. Ja, dann kletter mal.
mit deinem kaputten Fuß. Ja, kippt nach hinten über, als er so 2 Zentimeter hochgeklettert ist, mit seinem kaputten Fuß und seiner kaputten Schulter. Besser und als Höhe von Michi zu sein, um da runterzufallen. Ja, und Rerion darf würfeln. Und alle kriegen erstmal von mir Willpower wieder. Rerion auch. Das Regelwerk ist übrigens im Poll verlinkt in dem Event, falls ihr das sucht. So, die ganze eine Seite? Die ganze Seite, ja. Es ist genau eine Seite. Ja. Ein bisschen weniger, ja. Es gibt einfach, oder Doodle googelt das einfach. Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Ja. Also Rerion 2, genau. D-Rex, darfst du überhaupt? Ja, du darfst. Pheramin darf nicht. 4 und Leopardin. Ah ne, Moment, Pheramin darf und D-Rex darf nicht, ne, so rum war es, oder? Ich bin jetzt selber verwirrt hier bei den ganzen Jumps. Stimmt, Enigmon hat ja von mir übernommen. Ja, genau. Also 3 und 2 und jetzt darf Pheramin noch. Eine 4 und Pheramin ist wieder dran. Ist auf dem Rücken liegen, vom Baum gefallen, jetzt tut auch noch der Rücken weh. Ich sehe schon, es wird nichts mehr. Du wird schon runterkommen, wenn du den Baum anzündest. Gute Idee. Kann ich sicher eh nicht ausstehen. Mit dem Baum an. Oder ist noch jemand der Meinung? Ich sag jetzt übrigens mal ganz kurz an, wir spielen noch 10 Minuten, machen dann noch ein bisschen Recap und dann sind wir durch. Dann, ne? Also wenn ihr jetzt noch eure Punkte durchkriegen wollt, dann hurtig. Der Zug ist bist du eigentlich völlig dämlich? Du kannst doch hier nicht irgendwas anzünden. Ich bitte dich, lock doch die Katze einfach runter. Glaubst du denn, die ist zu blöd, vom Baum wieder runterzukommen? Die will nur nicht zu der Oma. Kennst du nicht das tolle Lied Advent, der Christbaum brennt? Jetzt helfen Sie doch meiner Miezi. Feuer! Wie stabil ist denn der Baum? Also die möchte so den Weihnachtsbaum so kaputt machen, die Miezi. Ich erreiche mein Ziel eh nicht mehr. Ich ziehe meinen Schuh aus und versuche ihn nach der Katze zu werfen. Würfel mal, willst du Willpower ausgeben, um die Katze zu treffen? Ah ja, komm, 2 Willpower. Gut doch. Ja, sehr gut. Stell ab, Mietzi. Die arme Katze. Also ich versuche, dass ich, wenn die Katze fällt, dass ich die auffange, dass sie klatscht. Ja, ich guck mal eben. Du hast Mietzi aber sowas von gut getroffen. Also du ziehst diesen Snowboot aus. Es war ein Turnschuh. Genau, ein Turnschuh. Genau, er hätte der Yoga machen. Die schönen Pinken. Ja, pinke Pinken. Triffst die Katze am Kopf. Mietzi macht und kippt vom... Und ja, wer wollte hier übernehmen gerade? Ich wollte übernehmen und es klappte nicht. Ja, wie viel Willpower hast du denn ausgegeben? 3. Und es hat trotzdem nicht geklappt. Okay. Also insgesamt 4 Willpower weg. Ja, und du willst die Miezi jetzt auffangen? Ja. Ja, dann fang mal mit einem Test. Zack! John springt zu Miezi herüber. Miezi aber gleitet dir zwischen den Armen hindurch und fällt wie ein Stein auf den Boden. Ja, gut. Bleibt reglos liegen. Und die alte Dame, er hat Miezi getötet, Ich würde gerne übernehmen in dem Moment. Ja, bitte. Ich setze 2 Willpower ein. Ja, eher nicht, ne? Oder wie viel hast du? Ne, du hast 1 Willpower. 2 habe ich eingesetzt, ja.
Und rescht gerade so. Schön. Ja. Die Katze plumpst, die Oma schreit, ich knall noch mal eine. Ja, und damit hast du einen Punkt gekriegt. Was? Ich hab's jetzt gemacht, ich hab's verletzt, ich lach nicht, dass dann. Hat der Oma eine gelöffelt, ja. Warum? John steht auf, holt aus, kaut der Oma eine runter. Ja, dumme Tierliebhaber. Wenn sein Tier nicht aufpasst, der hat es nicht besser verdient. Ja, genau. Und ja, ich krieg mal wieder eine Runde Willpower aus hier. Und dann wird wieder gewürfelt. Gott, scheiße. Jetzt langsam eskaliert es wirklich. So, alle anderen sind voll. Okay. Da würfelt schon der Enigmon. Ja, eine 6. Leopardin. Auch eine 6. D-Rex. Eine 1. Okay. Stechen zwischen Leopardin und Enigmon. Ich möchte das gar nicht jetzt übernehmen. Ich will da nicht stehen. Kannst auch verzichten. Dann kannst du den Enigmon vorlassen. Es hat, der Würfel hat gesprochen. Gott sei Dank. Enigmon darf. So, ich brauche noch ein neues Ziel für Ririon. Wenn ich gleich aufhören, ist doch egal. Wo waren denn hier die letzten? Ich hatte eben was ganz Schönes hier noch hier. Herr Rodney hatte doch eben was Schönes auch geschrieben gehabt. Ja, schreib einfach nochmal was Neues, find's gerade nicht. Ah ja, okay, ich nehme das von Lucky, das ist ganz gut, das ist auch schnell. Es gibt auch nochmal einen Punkt, falls er das nochmal erreichen sollte. Angesichts meines bisherigen Glücks dabei tippe ich jetzt auch mal auf Nein. So. Okay. Und ja, dann, wer war jetzt so? Enigmon war dran, ne? Ja. Ja. Also du hast ja auch mal eine runtergehauen, die fängt an zu heulen. Und die ersten Passanten laufen herbei, um der Oma zu helfen. So, das war der feierliche Schlag, dass du jetzt der Weihnachtsmann bist. Nimm die Oma und setz dir auf den Sessel drauf. Und setz mich dann auf ihren Schoß. Nimmst die Oma über die Schulter, läufst rüber zum Weihnachtsmannsessel, setzt die Oma da rein, die Leute kommen näher gelaufen. Ja? Ja, und setz mich dann auf ihren Schoß. Ja, die Oma ist aber leider nicht der Weihnachtsmann. Aber ich lasse es gelten. Wie viele Punkte? 2. Okay, 2 Punkte. Sehr schön. Ja. Dann kriegen alle wieder einen Willpower wieder. Während die letzten Leute heranstürmen und sich auf John stürzen, der gerade die Oma irgendwie entführen will, anscheinend, und jetzt auf dem Schoß von der Oma sitzt. Zählt nicht, buh. Ah, komm, ja, mehrere Haut, nee, na gut. So, eine, dafür dürft ihr für den Enigmon ein neues Ziel auswählen. Und Ririon darf mal würfeln. Glaube ich, darf er? Ne, darf er nicht. Leopardin darf würfeln. Nein, D-Rex. Eine 3. Und Ferami nochmal. 6. So, und Lucky kommt hier gut mit was um die Ecke. Das ist super. Das schreibe ich ihm direkt mal. Es sind dabei verblieben, dass John bei der Oma auf dem Schoß. Oh, John sitzt bei Oma auf der Schoß, genau. Und die ersten stämmigen Kerle kommen schon in deine Richtung und ja, sehen ziemlich entschlossen aus, dich irgendwie niederzuringen oder so. Ich würde mich bei der Oma entschuldigen und fragen, ob sie mit. Um was? Um unsere Differenzen zu klären. Einen Kaffee trinken zu gehen. Nein! Gehen Sie weg von mir!
Sie haben Mizi umgebracht. Und mir eine runtergehauen. Hilfe, Hilfe! Na gut. Dann... Wir haben ja nicht mal nachgeguckt, ob die Katze überhaupt tot ist. Nee. Ja, dann sollten wir vielleicht mal gucken. Ja, ich meine, sie wollten Mizi vom Baum wieder runter haben. Die sah sehr tot aus. So, und die ersten Leute kommen und stellen sich so, alles in Ordnung. Die Katzen haben 9 Leben. Vielleicht hat sie ja Glück gehabt. Eben. Hatte noch. Willenskraft habe ich gerade? 8. Ich würde gerne übernehmen. Ja, gerne. Wie viel willst du ausgeben? Zusätzlich? 2. 2 nochmal, ja. Versuchen wir es mal. Ich habe eine Idee. Mhm. Ja, läuft. Ja, wenn die so auf mich zukommen, dann würde ich jetzt den Stuhl unter der Oma wegziehen und den mit erst ins Gesicht pfeffern. Gott. Ja. Das soll dir sogar gelingen. Und ich zähle den Stuhl mal als Waffe, das heißt, du kriegst dann durch den Punkt. Oh Gott. Und ich glaube, an dieser Stelle mit John, der vor einer Menge Leute steht, einen Weihnachtsmannstuhl nach ihnen schmeißt, eine jammernde Oma auf dem Boden, verlassen wir die Szenerie und hoffen, dass die nächste Gruppe, die alle sind John, spielt, mit der Situation klarkommt. Jetzt weiß ich, woher die Beule kommt. Ja, jetzt weißt du, woher die Beule kommt, genau. Ja, es war sehr lustig. Wenn wir nach den Punkten gehen, hat Enigmon mit 4 Punkten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Enigmon. John Rambo hat gewonnen. Ja, es war sehr, sehr ulkig. Vielen, vielen Dank für den Spaß mitmachen. Ja. Ich danke auch allerseits. Der herrliche Gaudi. Oh, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und es ist dann halt am Ende doch wieder so, dass es dann, also es war eine ganze Zeit lang relativ ruhig, aber es ist dann jetzt doch noch ziemlich in Gewalt ausgeartet. Er muss ja auch erstmal auf Ideen kommen, ne? Ja, der Chat fragt jetzt noch schnell nach den Zielen. Also wer hat jetzt noch Ziele offen? Die könnt ihr noch mal kurz... Ich. Fragen. Ja? Speed-Dating. Du musst ein Speed-Dating machen, ja? Walzer-Tanzen. Ich habe Hüte gegeben, aber das war jetzt irgendwie schwer einzufädeln. Enigmon musste Walzer tanzen, ja? Leopardin. Musste Damenschuhe besorgen. Ja, D-Rex musste Damenschuhe besorgen, ja? Leopardin. Ja, das wäre ja mit der Oma einfach gewesen. Ja. Hat nicht sollen sein. Leopardin? Ja, ich hätte noch ein Schnitzel essen sollen. Ja. Wir hatten aber schon Haxe, Pizza und Eintopf. Also irgendwie. Die Pizza wurde weggeworfen. Davon haben wir kein Stück gegessen. Einmal abgebissen. Und die Suppe haben wir auch nicht gegessen. Ja, ja, cool. Ich glaube, dem Chat hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War schön und lustig, schreiben sie hier auch. Ja, genau, das zählt als Waffe, Lucky, genau, richtig. Ich gucke mal kurz, wer noch alles so da ist. Commander Root ist da, Hotney ist da, irgend so ein Typ ist da, Yamera ist da, Lucky Lucano, Morgoloth, Positivity Bot, Schattenjäger, Shadow, Dice, Shamasa, Skinny Seahorse, Slowcool, die Stimme aus dem Off, Ted und Watteorg. Ja, danke fürs Zugucken. Ja, und bei Mitmachen in dieser lustigen Adventstürchen. Und morgen geht's weiter mit dem Nordpol Adventskalender. Morgen gibt es beim guten Shadow ein DSA 1 Charakterbau-Stream. Um 18.30 Uhr fängt der an. Also schaut mal auf dem Nordpol nach dem Live-Link. Und dann könnt ihr dem Shadow bei bestimmt einem ziemlich ulkigen DSA 1 Charakterbaustream zugucken. Ansonsten gibt es natürlich jeden Tag des Advents ein neues Türchen für euch. Und die alten Türchen könnt ihr alle auch noch nachgucken auf dem Nerdpol YouTube-Kanal.
Ich verlinke den auch in den in der Videobeschreibung unten oder auf dem Nordpol findet ihr auch den Link ganz schnell. Der ist nämlich ganz oben angepinnt. Und ja, da gibt es schon ganz viele ulkige und lustige und beschauliche Sachen zu hören und zu sehen. Also schaut euch und hört euch das an. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und auf meinem Kanal geht es morgen weiter mit einer neuen Runde Phileasson Saga. Und jetzt gleich geht's, glaube ich, wenn ihr noch nicht genug habt von Rollenspiel, könnt ihr beim Mischka reinschalten. Da gibt's, glaube ich, jetzt gleich Königsmacher. Irgendwann. DSA 5 Königsmacher-Kampagne kann ich nur empfehlen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.